Wollt ihr das volle Programm? Dann los! Auf euch warten, meine kleinen Freunde! Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer, zur vierten Folge inzwischen des Filmblockcasts. Wir gehen geradewegs auf die erste Jubiläumsfolge zu. Vorher widmen wir uns aber nochmal einem weiteren Thema, das wir uns ausgemacht haben. Und zwar stellen wir uns diese Woche die Frage, was macht ein kompetentes Remake aus? Und apropos kompetent, zu meiner Seite sitzt der eine Mann, der sich in den letzten Wochen zwar nicht ins Kino getraut hat, aber dafür in einem quasi Serienmarathon verloren hat, Benny. Hallo. Und zu meiner Rechten, der Mann, der sich in den letzten paar Tagen in die Gefilde oder Abgründe des deutschen Fernsehens gewagt hat und ich glaube nicht ganz unbeschadet daraus hervorgegangen ist, Marius. Ich lebe noch. Yay. Yeah. Sehr schön. Und falls ihr euch fragt, wer ich bin, nein, ich bin kein neues Mitglied. Ich habe nur technisch aufgerüstet und bin jetzt hoffentlich auch genauso gut verstehbar wie meine beiden Kollegen. Ja, Christian mein Name. Und wir widmen uns diese Woche Remakes, um mal kurz abzuhandeln, worum es heute geht, wie unser Flugplan ist. Erstmal ganz grundlegend liefern wir eine Definition oder versuchen eine Definition des Begriffs zu liefern. Dann gucken wir uns so ein bisschen die aktuelle Marktentwicklung an. Welche Remakes stehen 2019 noch an? Sind die überhaupt noch so erfolgreich wie vor einigen Jahren? Und ist denn der Vorwurf, es gäbe nur noch Remakes, gerechtfertigt? Wir nennen hoffentlich ein paar Remakes, auf die wir uns freuen können, auf die wir uns nicht so wirklich freuen. Und sprechen dann zum Schluss noch über unsere zwei Top-5-Listen. Die eine mit unseren 5 Lieblingsremakes, die andere mit 5 Filmen, die wir gerne geremaked haben möchten. Und ganz zum Schluss sprechen wir dann auch noch über unseren Hausaufgabenfilm Scarface. Aber genau wie wir es letztes Mal schon gemacht haben und das vorletzte Mal, bevor wir mit dem Thema einsteigen, hat jeder von uns 5 Minuten Zeit, um über die Filme oder in diesem Fall auch die Serien zu sprechen, die er in den letzten Tagen, Wochen gesehen hat. Und da würde ich doch das Kommando einfach mal an Benjamin übergeben. Benjamin, bist du bereit? Bist du bereit für deine 5 Minuten? Ich bin bereit, ja. Okay, dann stoppe ich in 5, 4, 3, 2, 1 und los. So, ja, nachdem ich mir 5 Minuten für 3 Filme ein bisschen zu viel waren, nehme ich jetzt 5 Minuten für 3 Serien. Und da mir 5 Minuten da immer noch zu viel sind, gebe ich 2 meiner 5 Minuten ab an den Christian nachher. Und die Einleitung hat jetzt auch wieder 15 Sekunden gekostet. Und zwar habe ich 3 Serien gesehen, alle auf Netflix. Die erste wäre Love, Death and Robots. Das ist eine Anthologieserie aus, ich glaube, 16 oder 18 Kurzfilmen über Science-Fiction-Themen. Und wie bei den meisten Anthologieserien, sprich Serien, bei denen die Folgen nicht zusammenhängen, sondern jeweils kleine Kurzfilme eher entstehen, ähnlich wie bei Black Mirror, taugt nicht jede Folge was, aber es gibt ein paar sehr, sehr gute Folgen, vor allen Dingen die allererste, bei der es um so Kampfmonster geht, die man per Gehirn fernsteuert, fand ich ganz cool. Und auch ein paar andere kann ich empfehlen, dass man sich die mal anguckt, vor allem gehen die nur zwischen 5 und 15, 16 Minuten jeweils die Folgen, sprich die kann man auch ganz gut weggucken. Und selbst wenn da mal eine schlechte ist, dann ist die auch recht zügig wieder vorbei. Dann die zweite Serie, die ich auch gebinged habe, nennt sich Sex Education, über einen jungen Mann, der noch in die Schule geht, in England meine ich. Dessen Mutter ist eine Sexualtherapeutin, er hat sich da ein bisschen abgeguckt und abgehört und versucht jetzt seine Mitschüler zu therapieren, die so Probleme haben, wie dass ihre Vagina fotografiert wurde und das Foto im Umlauf ist. Oder dass sie keinen hochbekommen oder zu sehr einen hochbekommen, der Penis zu groß ist und nicht in die Freundin reinpasst. Die ganz normalen Probleme, die man halt so hat. Oder auch leider nicht. Die ist vom Trailer her, dachte ich, das wird eher so eine Komödie und sehr lustig. War sie teilweise auch, aber sie geht dann doch mehr in die Drama-Richtung, vor allem gegen Ende hin, wenn es dann um so Themen geht wie Freundschaft, Beziehungen, Familie und auch Homosexualität. Und wie man damit umgeht.
Da hatte ich auch teilweise, muss ich gestehen, eine kleine Träne in den Augen. Also insgesamt kann ich es empfehlen, auch wenn es ein paar Folgen gibt, wie bei den meisten Serien, die nicht ganz so gut sind, aber insgesamt auch sehr gut. Und als drittes habe ich noch gesehen die Serie You, auch auf Netflix über einen Stalker. Und die hat mir von den drei Serien am besten gefallen, denn die ist sehr abgefahren. Und der Stalker ist auch ein sehr liebevoller Stalker, obwohl er sehr, sehr perfide Methoden hat, die teilweise auch sehr blutig sind. Ohne zu viel zu verraten, hat, meine ich, wie viel, 10 Folgen waren es, glaube ich, jeweils 40, 50 Minuten. Kann man also auch recht zügig weggucken, so wie ich das auch gemacht habe. Zwischendrin gibt es auch 2, 3 Folgen, die nicht ganz so gut waren, aber vor allen Dingen die ersten 3 und die letzten beiden Folgen, die haben es dann schon in sich, haben mich sehr überzeugt und deswegen kann ich die weiterempfehlen. Und wie gesagt, die letzten 2 Minuten schenke ich dem Christian. Okay, vielen Dank. Wäre nicht nötig gewesen, aber trotzdem danke. Und danke auch für deinen Tipp. View sagte mir bisher gar nichts und den werde ich mir, glaube ich, direkt auf die Liste setzen. Ja, einfach mal erste Folge angucken und wenn die gefällt, weiterschauen, weil in dem Stil bleibt es ungefähr. Ja, ja. Ich habe ja diese 2-Folgen-Regel. Wenn es mich nach 2 Folgen nicht gepackt hat, dann ist die Serie raus aus meiner Watchlist. Ja, die habe ich auch, ja. Ja, okay. Love, Death and Robots ist natürlich interessant. Da habe ich jetzt ungefähr die Hälfte der Folgen. Sind 18 und 10 habe ich da jetzt. Ist so ein bisschen das Black Mirror für Animationsfilme. Kann man das so sehen? Stimmt, habe ich gar nicht gesagt, dass die eigentlich alle animiert sind, bis auf eine Folge, wo noch richtige Schauspieler zusätzlich vorkommen und eine, wo, glaube ich, mit Schauspielern gedreht wurde, irgendwie im Nachhinein drüber animiert wurde. Aber ansonsten alles animiert. Von dem her hast du da vollkommen recht mit deiner Aussage. Weil das auch sehr Science-Fiction-lastig ist und mit Mind-Bending-Stories, sprich am Schluss kommt dann meistens noch irgendwie ein Twist, über den man sich dann Gedanken machen kann. Ja, aber die sind atmosphärisch auch alle sehr unterschiedlich, ne? Also es gibt die sehr düsteren und die sehr bösen, dreckigen, mindfuckigen und dann gibt's aber auch so ein paar lustige, schwarzhumorige. Die zweite, die mit den beiden Robotern, drei Robotern, die irgendwie durch die Postapokalypse da laufen und sich die menschlichen Überreste anschauen, die ist relativ witzig. Aber teilst du meine Meinung, dass die teilweise ein bisschen sehr offensiv mit Sex und Gewalt umgeht? Also es kommt mir teilweise ein bisschen erzwungen vor. Das wäre jetzt meine nächste Aussage gewesen, dass man sehr viele Penisse sieht. Also von dem her gebe ich dir da vollkommen recht. Es ist schon darauf ausgelegt, es steht ja auch immer dran, dass sie ab 18 sind, was nicht bei jeder Folge, glaube ich, wirklich zutrifft. Aber ja, es spritzt viel Blut. Man sieht nackte Menschen, nackte Männer auch. Und ja, manchmal kommt es einem schon so vor, als wäre das nur drin, damit es eben drin ist, um sich da irgendwie Gehör zu verschaffen dadurch. Und keinen Mehrwert dadurch erlangt. Aber insgesamt, also wie gesagt, ich kann es nur empfehlen, man kann es schnell weggucken und ich glaube, die hat es ja bisher auch ganz gut gefallen. Ja, ja. Das ist halt so schön snackable, ne? Also manchmal hast du was halt drin, was nicht so passt, aber das ist dann halt auch nach 10 Minuten wieder vorbei. Die gehen ja alle nur so 5 bis 15 Minuten. Genau, ja. Und die schlechteste Folge, die mit den Joghurts. Die fand ich super. Echt? Och. Ja. Die sind einfach so eine schöne abstruse Idee und naja, gut. Ja, sie war abstrus, mir hat sie nicht so gefallen, aber die war ja dann auch noch 4 Minuten, glaube ich, schon wieder vorbei. Als der Joghurt die Welt eroberte. Genau. Nee, wie gesagt, kann man schnell weggucken. Von dem her, tut's euch an, also ihr macht jetzt keinen Fehler. Eine Folge ist eigentlich eine 1:1 Kopie von einer alten Simpsons-Folge. Da, wo Lisa ihren alten Zahn irgendwo in die Mikrowelle packt oder in den Kühlschrank oder sowas, und dann wächst ja so eine kleine Gemeinschaft an irgendwelchen Minifiguren da draus, Minimenschen, und da gibt es eine Folge, die fast 1:1 identisch ist mit dem und auch die anderen Folgen. Also vieles hat man schon irgendwie anders verwurstet gesehen. Es gibt jetzt nicht viel Neues, aber wie es gemacht ist, also vor allem die technische Umsetzung ist wirklich grandios, muss man sagen. Ja, ja, das stimmt. Marius, möchtest du noch was fragen oder ergänzen? Nö, außer dass mir der Hype von dieser Serie schon auf die Nerven geht. Aber ich wusste ja erst ab jetzt, dass die Folgen so kurz sind, deswegen werde ich auch mal reinschauen und mir dann ein eigenes Bild verschaffen. Hört sich alles zumindest entweder vollkommen overhyped an oder genau mein Ding. Mal gucken. Ich bin wahrscheinlich wie bei Rick und Morty und allen anderen 2 Jahre zu spät beim Hype dabei. Oh, Rick und Morty, egal, ein anderes Mal. Okay, ein anderes Mal. In unserer Serienfolge dann.
Ja. Ja, aber Marius, dann setzt du uns doch mal ins Bild, was du in den letzten Wochen dir angeschaut hast. Ich stoppe wieder deine Zeit. Und zwar in 3, 2, 1 und los. Jo, mir schenkt ja keiner Minuten, deswegen muss ich jetzt etwas Gas geben. Denn ich habe sehr viele Filme die letzten Wochen gesehen, was daran lag, dass ich mir eine selbst auferlegte Challenge auferlegt habe. Und zwar habe ich in 7 Tagen 7-mal den Fernseher angemacht und einen Film geguckt aus dem deutschen Programm. Und dabei relativ viel Schrott gesehen, aber auch so ein paar, ja, Lichtblicke. Und eines davon ist der Film Junges Licht, in dem es um den Ruhrpott in den 60er Jahren geht und einen kleinen Jungen, und es wird sozusagen ein Ausschnitt aus diesem Leben gezeigt, wie er der Familie klarkommt. Der Vater ist Kumpel in einem Bergwerk und die Mutter, was man halt damals war, nämlich Hausfrau. Und er macht sozusagen seine ersten sexuellen Erfahrungen und wird natürlich zeitgemäß auch trotzdem noch geschlagen. Allerdings ist die Jugend ja dann in den 60er Jahren auch im Aufbruch und rebelliert gegen das Elternhaus. Und das wird alles so zusammen verwurstet zu einem interessanten Film, der allerdings ein paar Schwächen hat in Sachen Tempo. Und der Regisseur oder der Cutter kam auf die Idee, wild durchzumischen, Schwarz-Weiß-Bilder und farbige Bilder und das 4:3 und 16:9 Format auch wild durchzumischen. Das zerstört so ein bisschen den Film und so ein bisschen den Fluss, allerdings kann man sich trotzdem gut ansehen. Zu den anderen Fernsehfilmen will ich eigentlich nichts sagen, außer dass der Tatort mich sehr enttäuscht hat und Deutsche keine Komödien können, zumindest im klassischen Fernsehen. Dann war ich einmal im Kino und habe Alita Battle Angel gesehen, der überraschend gut war. Ich mag den Anime sehr gerne und hatte null Erwartungen an diesen Film. Habe ihn mir aber dann trotzdem angetan, weil der ja besonders auf der großen Leinwand sehr gut wirken soll. Und das tut er auch. Die Action ist großartig inszeniert und die Welt ist wunderbar konzipiert und sieht toll aus. Es gibt allerdings ein paar peinliche Momente, die merkwürdig wirken und die Geschichte vom Anime, also eine sehr tiefe Geschichte, wird hier etwas vereinfacht natürlich für den Film und so kommt die Welt und die Tiefe der Geschichte nicht wirklich heraus. Und dann habe ich noch Deadpool 2 gesehen, beziehungsweise mit Deadpool 1 nochmal davor. Bei Deadpool 1 habe ich gedacht, lustiger Film, gute Action und leider auf Story-Ebene ein komplettes Versagen. Und genau das habe ich auch bei Teil 2 gedacht. Es war wieder sehr lustig am Anfang, bis sich die Gags irgendwann abgenutzt haben. Dann war die Action rasant und witzig. Und auf Story-Ebene wieder kompletter Blödsinn. Das ist eine ganz normale Superhelden-Geschichte. Und bei einem Film, der Superhelden verarscht, erwarte ich auch irgendwie, dass die Story dann Superhelden-Geschichten verarscht. Allerdings ist es eine ganz normale Geschichte mit Happy End und Tritra-Trolala. Jetzt habe ich noch eineinhalb Minuten. Zwei Minuten? Ach nee, anderthalb, genau. Ja, wenn ich das noch ein bisschen weiter rauszöge, habe ich noch 1,5 Minuten. Der neue Tarantino-Trailer war großartig. Rusht hier heute so durch? Was ist los? Wir wollen über Remakes reden. Ja, genau, wir wollen über Remakes reden. On okay. Fire. Ja, gut, aber was heißt denn normales an. Ende? Ich meine, allein durch diese Zeitreise-Thematik ist ja dann vor allem die Nachsequenz mit unserem guten, das Adjektiv ziehe ich zurück, Adolf Hitler, gab es so auch noch nicht in anderen Superheldenfilmen. Naja, warte mal die nächsten Avengers ab. Es war klar, dass es jetzt kommt. Dann wirst du wütend aus dem Kino kommen und wissen, was ich meine. Nein. Stimmt, gibt es jetzt noch nicht so häufig. Allerdings in den, wenn du jetzt Superhelden betrachtest und vor allen Dingen die Comics, da gibt es schon relativ viel mit Zeitgeschichten und Paralleldimensionen und sowas. Und wenn so ein Element am Anfang des Films eingebaut wird, dann kommt es am Ende natürlich zum Tragen, das ist doch ganz klar. Aber bei Deadpool, der hätte halt die Chance mal darauf zu scheißen, aber macht er nicht. Ich glaube, das Problem bei Deadpool 2 ist auch ein ganz grundlegendes, nämlich, dass er der Erste eigentlich mit diesen ganzen Superhelden-Tropes spielen wollte und so ganz unkonventionell daherkommen wollte. Aber alleine schon deswegen, dass es eine Fortsetzung gibt, rückt ihn schon wieder in so einen konventionellen Rahmen. Und da beißt sich das Konzept des Films quasi
allein mit der Tatsache, dass es eine Fortsetzung gibt. Das hat er aber schon beim ersten Film getan. Indem er eine sehr, sehr 0-15 Origin-Story erzählt hat. Ja, aber er hat ja zumindest so ein bisschen diese ganzen Superhelden-Sujets aufgegriffen und parodiert. Ja, die Klischees schon, allerdings nur auf Geschichtenebene, meine ich, tut er nichts persiflieren, sondern liefert das ab, was man erwartet. Aber sag mir nicht, dass du nicht gelacht hast, als die Superheldentruppe auf dem Boden gelandet oder nicht gelandet ist. Doch, das ist schon lustig. Ich sag ja, der Film ist vor allen Dingen am Anfang, wenn die Gags halt noch relativ neu sind und wenn man den jetzt länger nicht mehr gesehen hat, den ersten Teil, und auch beim zweiten Teil sehr, sehr lustig, wo am Anfang der Kopf von Wolverine da im Holzflock steckt, da muss ich wirklich gut lachen. Und da hat er auch ein paar lustige Momente noch. Also auf Comedy-Ebene passt der. Halt nur nicht auf Persiflage-Ebene. You know what I mean. Ich weiß, was du meinst, aber ich frage mich, ob er das denn wirklich so parodistisch machen will. Und selbst Parodien, auch Nackte Kanone hat ja eine normale Story so an sich und funktioniert ja eher in dem, wie sie es macht, als Parodie und nicht in dem Ganzen drumherum. Und Deadpool, finde ich, funktioniert ja auch mit den ganzen Witzen. Klar erzählt ihr nach wie vor auch eine normale Origin-Story im ersten Teil und im zweiten eine halbwegs normale Geschichte, wie sich so eine Heldentruppe zusammenfindet. Aber das, wie sie das erzählt, ist ja dann schon durchaus als Parodie anzusehen oder zumindest als Film, der sich darüber lustig macht und Witze damit gestaltet. Ja, zum Teil. Also bei Teil 1 hat es mich, um ehrlich zu sein, deutlich mehr gestört, weil es halt eine Origin-Story war. Bei Teil 2 hat er wirklich ein paar Sachen, zum Beispiel dieses Squad zusammenfinden, das dauert ja vielleicht 10 Minuten, bis alle tot sind dann. Das ist schon sehr witzig. Spoiler im Nachhinein. Brad Pitt habt ihr entdeckt, oder? Da in dem Squad. Brad Pitt? Brad Pitt war, glaube ich, der Unsichtbare. Den sieht man für eine halbe Sekunde, also da auf diesen... Aber das hat meine These wieder untermauert. Ich habe ja so die Theorie, dass wir in ein paar Jahren jeden zweiten Hollywood-Schauspieler in mindestens einem Superheldenfilm gesehen haben werden. Und da hatten wir Brad Pitt jetzt auch noch mit dazu. Mal gucken, was passiert, wenn die jetzt zu Disney kommen. Ob Deadpool noch Deadpool sein darf. Mit Bill Murray dann. Okay. Kann ich noch mal kurz was zu deinem deutschen Film sagen? Was heißt denn, der Junge wird zeitgemäß geschlagen? Na, wie das damals so üblich war. Okay, gut. Zum Glück sind diese Zeiten vorbei. Es klingt komisch, aber er wird zeitgemäß geschlagen. Das war genauso richtig formuliert. Ich dachte, er wurde mit einer Armbanduhr geschlagen, aber ja, auch okay. Nein, wie es damals so üblich war mit Kochlöffel auf den Arsch, glaube ich, Spaß. Ja, dann würde ich jetzt zu meinen 5 Minuten kommen. 7 Minuten. Ja, okay. Es ist heute ja anscheinend eh alles frei und jeder macht kürzer oder länger, wie er will. Insofern. nimmt jemand meine Zeit? Stoppt jemand meine Zeit? Jo. 3, 2, 1, los. Okay, dann starte ich mal mit einem Film, der hier in Deutschland, glaube ich, ein bisschen untergegangen ist. Er hatte zumindest keinen Kinostart, obwohl er für 2 Golden Globes nominiert war. Die Rede ist von A Private War mit Rosamund Pike in der Hauptrolle. Die spielt die Kriegsberichterstatterin Marie Colvin und das Ganze ist ein Biopic, der sich so im zeitlichen Rahmen 2001 bis 2012 bewegt. Jetzt weiß ich nicht, ob euch oder wem diese Figur Marine Colvin bekannt ist und ob jemand weiß, was aus ihr geworden ist. Ich will das nicht spoilern, aber sie war auf jeden Fall sehr viel unterwegs in der Welt in diversen Kriegsgebieten. Ganz am Anfang sieht man sie unter anderem in Sri Lanka, dort im Bürgerkrieg berichten und wo sie von einer Granate getroffen wird und dabei ihr linkes Auge verliert. Und fortan trägt sie eben eine Augenklappe, die so was wie ihr Markenzeichen dann geworden ist. Und der Film ist erstaunlich gelungen. Nicht nur wegen Rosamund Pike, die das wunderbar spielt, auch die ganze Inszenierung der Hauptfigur. Also es ist nicht so typisch, wie man es in manchen Biopics hat, so eine Heldenfigur, die da aufgebaut wird, sondern es wird einfach nur gezeigt, was sie quasi an Arbeit geleistet hat und was sie motiviert hat, und das ist, das spricht eigentlich schon für sich. Ein bisschen bemängeln, dass es so ein bisschen die
Fallhöhe fehlt, weil natürlich, wenn du in Kriegsgebieten unterwegs bist, dann nimmt dich das natürlich psychisch mit und das geht auch an Frau Corwin nicht vorbei, aber so richtig wird's nicht deutlich gemacht, warum sie jetzt solche psychischen Probleme hat. Da hätte man noch ein bisschen mehr nachbessern können, aber es ist ein Regiedebüt, zumindest ein Spielfilm-Regiedebüt von einem Herrn Heinemann und sehr gelungen, sehr zu empfehlen. Jetzt seit ein paar Tagen die DVD und die Blu-ray draußen, inklusive der Dokumentation Under the Wire, der das Ganze nochmal ein bisschen besser beleuchtet und diese Dokumentation ist ebenfalls sehr sehenswert. So, und dann war ich vergangene Woche zweimal im Kino. Über welchen Film spreche ich jetzt zuerst? Ich glaube, ich würde über den zweiten Film sprechen, der mir gut gefallen hat. Sagen wir so, es ist der neue Film von Jordan Peele, dem Regisseur von Get Out, den wir ja in unserer Folge Nummer 1 besprochen haben. Der Film heißt Wir, im Original Us, und ist wieder ein Horrorfilm, genauso wie Get Out, aber nicht das, was ich am Anfang erwartet hätte, nämlich es geht nicht um Rassismus, obwohl eine afroamerikanische Familie im Mittelpunkt steht, sondern, tja, das ist so ein bisschen das Problem von dem Film. Ich weiß nicht so wirklich, was er mir sagen möchte. Also diese Familie, diese vierköpfige Familie fährt in Strandurlaub oder in Ferienhausurlaub und an diesem Strand und in dem Haus passieren dann später sehr, sehr seltsame Sachen, die man mit übernatürlich eigentlich nur bezeichnen kann. Und es ist so ein bisschen nebulös, was jetzt uns Jordan Peele damit sagen will. Ich vermute, es ist so ein bisschen eine Reaktion auf die Wahl von Donald Trump. Aber am besten selber anschauen und am besten auch so wenig wie möglich vorher wissen, weil dieser Film einen wirklich überraschen kann. Aber sehr gut gefilmt, sehr gut inszeniert. Also da hat das wirklich drauf, der Peele. Und der zweite Film, den habe ich einen Tag vorher gesehen. Und mein Eindruck war nicht ansatzweise so positiv. Das ist der neue Marvel-Film, nämlich Captain Marvel, oder besser gesagt Captain Marvel müsste es ja eigentlich heißen, glaubt man dem Film. Und es ist wohl die Geschichte der mächtigsten Comicfigur oder mächtigsten weiblichen Comicfigur von Marvel, gespielt von Brie Larson, die eine Kriegerin für irgendeine Alienrasse ist und auf der Erde bruchlandet Mitte der 90er und ja, dort eine quasi die Schatten ihrer Vergangenheit so ein bisschen aufdecken muss. Und dieser Film ist leider nicht gut. Er ist sehr komödiantisch, das macht teilweise auch tatsächlich Spaß, gerade Samuel L. Jackson, der eine sehr prominente Rolle übernimmt, also Nick Fury in den anderen Marvel-Filmen, hat in diesem Film noch beide Augen. Man erfährt auch, wie er sein eines Auge verliert. Aber es ist eben das Problem, dass einerseits die Action überhaupt nicht Spaß macht. Die ist dermaßen durchschnittlich inszeniert und teilweise auch wirklich schlecht animiert und arbeitet so ein bisschen die Standard-Plot-Points ab. Und der andere Punkt ist die Hauptfigur. So gut sie auch von Brie Larson gespielt wird, so unsympathisch und so unnahbar ist sie. Sie guckt die ganze Zeit so ein bisschen böse immer in die Kamera, manchmal wird sie ein bisschen netter, aber so wirklich einen Hintergrund als Figur bekommt sie nicht. Sie bleibt so ein bisschen die blanke Projektionsfläche als Superheld. Und das ist eben dann das Resultat, dass man nicht wirklich mit dieser Figur sich connectet und dann eher so diese 2 Stunden so durchvergehen und man wartet die ganze Zeit darauf, was denn jetzt nun eigentlich so toll sein soll an dieser Figur. Und ja, es fühlt sich eben tatsächlich so an, als wäre es so der letzte Baustein vor Endgame, einfach nur um diese Figur kennenzulernen. Aber wirklich nötig ist dieser Film nicht und insofern. Ja, problematisch ist auch ein bisschen das Männerbild, das quasi damit vermittelt wird. Also bei Wonder Woman haben wir es gesehen, es funktioniert. Man kann eine
Frauenfigur etablieren, eine interessante, halbwegs interessante, halbwegs tiefgründige Frauenfigur als Heldin, aber das geht auch ohne, dass du die ganze Zeit nur Männer irgendwie in deinen Witzen degradierst zu auf irgendwelche Peniswitzchen oder so als schwach und unfähig und inkompetent darstellst, und aber genau das macht Captain Marvel oder das passiert in Captain Marvel, und das waren, glaube ich, meine 7 Minuten dann sogar jetzt schon, ne? Auf die Sekunde, ja. Boah, so schnell vergeht das. Okay. Ihr habt bestimmt einige Fragen. Nein. Ja, zwar bei Us noch. Ist der Film denn, weil Get Out war ja nicht so horrormäßig. Im Endeffekt, ob Us jetzt das Ganze, die Schraube da ein bisschen enger anzieht. Was heißt für dich horrormäßig? Ja, dass man sich auch wirklich mal gruselt. Es ist so ein latent, also wie bei Get Out, so ein latentes Unwohlsein, würde ich sagen. Es ist kein Jumpscare-Film, was ich sehr begrüße. Es ist so eine Mischung dann aus Home Invasion und Slasher. So ein bisschen darauf arbeitet es hinaus. Aber die Horroranteile, würde ich sagen, sind schon größer als bei Get Out. Ohne dass es jetzt übertrieben horrormäßig wird. Läuft der Soundtrack aus dem Trailer die ganze Zeit durch? Welcher ist das? Ich habe den Trailer nicht gesehen. Das hat mich gut überrascht. Das ist so ein Popsong wahrscheinlich? Das Lied I Got Five On It lief da im Trailer. Nee, das nicht. Ich meine den Soundtrack wirklich, dieses Gedudel da. Ja, nee, wahrscheinlich ist das bloß dann wieder der Einstiegssong. Also es ist, er macht so ein bisschen inszenierter am Anfang wie bei Get Out, ne? Man hat so ein kleines, so einen kleinen Prolog, der in der Vergangenheit spielt, auch irgendwie in den 90ern, glaube ich, vor 20 Jahren. Und dann startet's mit so einem etwas abseitigen Song, der dann in den Film reinleitet. Ja. Aber dieses I Got Five On It, das ist tatsächlich sehr schön, weil diese Familie, diese vierköpfige Familie, da merkt man so ein bisschen die Comedy-Wurzeln von Jordan Peele, weil diese Dialoge, die unter sich führen, wenn es noch nicht quasi noch die Scheiße ausgebrochen ist, die fühlen sich sehr locker und sehr natürlich an. Das hat man, glaube ich, in wenigen Horrorfilmen. Also da profitiert der Film schon sehr von seinem Regisseur und Autor. Ich hab Bock auf den Film und werde mir am Donnerstag anschauen. Okay. Und freue mich schon. Dann solltest du das machen. Captain Marvel soll ja die Katze gerettet haben. Ja. Bist du dem recht? Nee, die Katze rettet ihn auch nicht. Nee. Also ich bin großer Katzenfan, wie man am Ende der letzten Folge vielleicht gehört hat. Aber nein, die Katze. Ja, die Katze ist mal wieder so ein typisches Gag-Device. Ist ganz witzig, aber das rettet den Film auch nicht davon, dass er wahrscheinlich einer der schlechtesten Marvel-Filme ist, die es bisher gibt. Und kleiner Tipp für diejenigen, die sich ihn noch ansehen wollen, ihr braucht nicht bis ganz ans Ende von den Credits sitzen bleiben. Diese Post-Post-Credit-Scene ist ärgerlicher Mist, der sich nicht lohnt. Ja gut, aber jetzt will man ja erst recht wissen, was da passiert, und ihr guckt ihn sich ja trotzdem an. Sonst erfährt man ja nicht, was sich da nicht lohnt. Ja, aber dann sitzt du wieder 10 Minuten da. Ich meine, ich hab's bei meinem Kumpel gesagt, der einen Tag später da war, er muss nicht sitzen bleiben, und er hat dann trotzdem den Fehler gemacht, und ja, also ich könnte es jetzt erzählen, aber es ist wirklich, ihr werdet euch ärgern, wenn ihr 10 Minuten sitzen bleibt, nur um diesen Mist dann zu sehen. Das ist mal wieder so belangloser Quatsch, wie er öfter mal passiert ist. Das ist mittlerweile sowieso eher nervig, diese Post-Credit-Scene. Das ist wirklich einfach nur störend, dass man da jetzt noch irgendwie ewig lange sitzen bleiben muss für irgendein kleinen Teaser. Aber was ganz nett ist, die haben das dieses Marvel-Intro, dieses typische, wo eigentlich die ganzen Superhelden zu sehen sind, haben sie umgewandelt, dass jetzt da Stan Lee in allen möglichen Varianten zu sehen ist, so als kleine Ehrung noch am Anfang direkt. Das fand ich sympathisch. Ja, ich werde mir nicht im Kino anschauen. Interessiert mich leider zu wenig. Ich auch nicht. Mir reicht Endgame, glaube ich. Für ein Jahr. Der kommt übrigens, das muss ich noch gerade sagen, Endgame wurde ja vorverlegt auf den 24. April, ne? Genau, ja. Damit hat Endgame meinen Geburtstag versaut. Oh. Bin schockiert. Weil du dir nicht an deinem Geburtstag angucken kannst? Doch. Weil er sich nicht seinen Geburtstag angucken muss, wahrscheinlich. Kam sofort eine WhatsApp von einem Kumpel, dass es, ne, wir gehen ja an deinen Geburtstag ins Kino, ne? Ne?
Du Armer. Aber vielleicht könnt ihr auch Dumbo angucken, weil der kommt auch an dem Wochenende raus. Und das ist ja ein Remake. Danke. Super, jetzt hat Benny für mich die Überleitung gemacht. Oh, okay. Achso, sorry. Du kannst ja nochmal remaken, meine Überleitung. Alles klar. Ja, Remakes, das Thema der Woche. Habe ich mir ausgesucht, weil ich selber immer so ein bisschen diesen Vorwurf höre, ne, Hollywood produziert nur noch Fortsetzungen und Remakes, und das mit den Fortsetzungen, das will ich nicht abstreiten, aber wir werden, glaube ich, nochmal die Frage klären, ob das wirklich so ist mit den Remakes. Am Anfang aber, glaube ich, erstmal so ein bisschen die Begriffsklärung ist, glaube ich, nötig, weil Remake einer von diesen Begriffen ist, die immer so ein bisschen im Raum rumfliegen, wenn es um Filmkosmos geht. Neben Reboot und Spin-Off und Prequel und Sequel. Und das würde ich jetzt einfach mal diesen Part übernehmen. Also Prequel ist ganz simpel eine Vorgeschichte, ein Sequel ist eine klassische Fortsetzung. Ein Spin-Off ist ein Film oder eine Geschichte, die abseits einer längeren seriellen Erzählung irgendwo an der Seite stattfindet und davon nicht unabhängig ist, aber doch losgelöst ist. Und ein Reboot ist hingegen ein Neustart einer Serie. Das haben wir im letzten Jahr beispielsweise mit Tomb Raider bekommen, oder die neuen X-Men-Filme lassen sich auch als Reboot bezeichnen. Ein Remake wiederum ist die Neuverfilmung eines bereits bekannten Stoffes, eines bereits verfilmten Stoffes. Also quasi eine Neuauflage. Wobei, und da werdet ihr mir vielleicht zustimmen, die Grenzen da nicht immer eindeutig sind. Also festzulegen, was jetzt nun ein Reboot und ein Remake und eine Neuverfilmung eines Buchstoffes beispielsweise ist, das ist nicht immer ganz sicher, oder? Ja, es gibt ja einen engen Remake-Begriff, der wirklich nur solche Filme zulässt, die auf einem Originalfilm basieren und diesen halt neu verfilmen. Und eben den Weiten, der halt alles zulässt, auch wenn es eine Buch-, Comic- oder Videospielverfilmung ist. Demnach wäre ja auch eigentlich Herr der Ringe ein Remake, weil es gab ja mal eine Animationsfilm in den 80ern oder sowas. Also wenn man es wirklich ganz weit sieht. Also von dem ist es da auch sehr definitionsoffen, was man da jetzt runterfallen lässt und was nicht. Also Reboot war für mich immer die Neuverfilmung einer ganzen Filmreihe. Also zum Beispiel die Spider-Man-Filme, drei Filme, die dann nochmal neu gestartet worden sind. Das Reboot einer Reihe. Und Remake ist wirklich die klassische Neuverfilmung, ein Stoff, der schon mal verfilmt wurde, nochmal. Ob das jetzt 1:1 gemacht wurde oder ganz abstrakt, das ist dann, ja, der Begriff ist da sehr weit gefasst. Okay, vielleicht wird sich da noch ein bisschen der Streit auftun, wenn wir unsere Top-5-Listen präsentieren. Ja, aber kommen wir doch mal zur Marktentwicklung. Ich habe euch eine Statistik zukommen lassen. Ich hoffe, ihr habt euch die angeguckt. Und die besagt, der Marktanteil der 100 erfolgreichsten Filme in den USA, dass der das Remakes dann noch, oder Reboots und Remakes lagen 2015 noch bei 17% und sind dann im Laufe der vergangenen Jahre rapide abgestürzt und lagen jetzt 2017 nur noch bei 4%. Und trotzdem haben wir ja jetzt so eine neue Remake-Welle, wenn man es sagen will, die gerade von Disney angestoßen worden ist. Also um jetzt mal die prominentesten Beispiele zu nennen, die jetzt noch 2019 kommen. Das sind Dumbo, du hattest es schon erwähnt, Benny. Aladdin kommt mit Will Smith als Genie und König der Löwen. Die Realverfilmung, Fragezeichen. Eigentlich ist es ja keine Realverfilmung. Mulan ist auch noch angekündigt. Freut ihr euch auf diese Neuverfilmung der alten Disney-Zeichentrickfilm-Klassiker? Ganz kurz, nein. Es kommt drauf an. Also ganz kategorisch ausschließen würde ich nicht, dass da auch ein guter Film dabei rumkommt. Dumbo zum Beispiel hatte ich jetzt vom Trailer, und es ist ja von Tim Burton. Und die spielen Danny DeVito mit und wer noch hier, Dingenskirchens. Also ein paar gute Schauspieler spielen auch mit. Das klang schon sehr interessant. Andere Sachen wie Aladdin, da hat mich der Trailer überhaupt nicht überzeugt, wie das halbe Internet natürlich nicht, als Will Smith als blauer Bodybuilder-Genie.
Und König der Löwen ist ja, zumindest was die ersten Teaser ausstrahlen, ein 1:1 Remake. Und das finde ich dann vollkommen ein Schwachsinn. Weil die Originale von allen drei Filmen sind ja wunderbar noch anzusehen und werden auch noch geliebt und gefeiert. Und gerade König der Löwen ist ja noch nicht so alt. Wann war der? 92, 93 so? Ja, Anfang der 90er. Das finde ich auch relativ Blödsinn. Wobei ich sagen muss, dass das Remake vom Dschungelbuch mir ganz gut gefallen hat. Okay, weil... Warum hat er den neuen Film? Ja, es hat so viel verändert, dass es sich neu angefühlt hat. Aber immer noch die alten Songs beibehalten und die alten Charaktere. Und das dann auf ultra realistisch zu trimmen, war auch ganz interessant. Also dieser Affe, weiß ich noch, der hat, also wäre ich 10 gewesen oder sowas, hätte ich mega Angst vor dem gehabt. Also ein bisschen ernster wie das Original, zeitgemäß. Und das hat der Film schon ganz gut gemacht. Und es war auch so ein bisschen Ehrfurcht vor dem Original. Also man hat wirklich versucht, nicht eine 1:1 Kopie herzustellen, weil das geht nicht und das wäre auch vollkommener Blödsinn, weil das Original, obwohl es 60 Jahre alt ist oder so, ja immer noch absoluten Charme hat. Also du kannst ja einem Kind immer noch das alte Dschungelbuch zeigen und es wird nicht sagen, warum ist das nicht computeranimiert. Hoffe ich mal. Also. Okay. Die Frage, die ich mir zwischenzeitlich gestellt habe, ist, ob Remakes nur ein Imageproblem haben, weil Remakes gab es schon immer, die frühesten gab es wahrscheinlich schon in Hollywood in den 30ern, 40ern, 50ern. Und ob es vielleicht daran liegt, heute mit Internetvernetzung, wo die Leute einfach ein größeres Bewusstsein für die Originale haben und wissen, was schon mal da gewesen ist und das dann auch gleich in der Marketingstrategie quasi erfahren, okay, das ist ein Remake von dem und dem Film. Ob dieses negative Image von Remakes ein modernes Phänomen ist oder ob es dafür noch andere Gründe gibt, außer dem genannten. Oder um das mal ganz allgemein aufzufächern, wie steht ihr denn zu Remakes allgemein? Ich glaube, dass Remakes vor allem im deutschen Raum eher negativ gesehen werden, weil wir durch unsere großzügige Historie an Synchronisation, wir können uns eh jeden Film angucken im Prinzip. Sprich, wir kennen die Originale oder haben die Möglichkeit, die Originale zu kennen. Aber die Amis hingegen, die werden sich, deswegen wurde jetzt auch ziemlich Beste Freunde da geremaked. Mein Bester und ich hieß es, glaube ich, irgendwie Anfang des Jahres. Die gucken sich das halt nicht an. Und demnach gucken die US-Leute oder auch jetzt Head Full of Honey mit Til Schweiger, der recht gefloppt ist, die machen halt die Remakes, um die Filme halt überhaupt zu sehen. Aber ich finde, hier in Deutschland hat man meistens kein großes Problem, an das Original heranzukommen. Und ich habe da mein Problem, wenn Filme im Prinzip nur eine 1:1 Umsetzung sind. Noch schlimmer ist es, wenn es wirklich eine 1:1 Umsetzung ist, wie zum Beispiel bei Funny Games oder bei dem US, ja. Bitte? Ja, Funny Games Games und Funny US, Games ja. US oder eben beim Psycho Remake, die ja wirklich jede Einstellung 1:1 nachahmen, nur dass eben die Schauspieler ausgetauscht sind. Und dann braucht es im deutschsprachigen Raum eben nicht, weil wir das Original ja auch schon angucken können, ohne Probleme. Und dann hat der Film auch gar keinen Mehrwert. Nur wenn das Remake ein bisschen was anders machen sollte, wie nachher in meiner Top 5 der Remakes-Liste auch noch ein paar vorkommen werden, dann finde ich, hat es überhaupt eine Relevanz. Auch wenn dann die Frage man sich trotzdem stellen muss, ob es notwendig war, da wirklich einen neuen Film zu machen. Also ich bin für Remakes in dem Sinne, dass es auch, also klar, wenn es was Neues macht, eine neue Idee hat, irgendeinen neuen Kniff, dann gerne, immer her damit. Und wenn es irgendwie, also wenn das Zeitgenössische und irgendwie die neue Technik dem Film einen Mehrwert bietet. Also es gibt ja wirklich Filme, die sind schlecht gealtert, die kann man heute nicht mehr so gut ansehen. Und wenn man da nochmal neue Technik drüber legt und neue Schauspieler oder sonst was, dann kann aus so einem Film ja nochmal ordentlich was rausgeholt werden, wenn die Grundidee halt gut ist. Aber der Film nicht oder nur so halb gut ist oder nur aus Nostalgiegründen gut ist, dann kann man da bestimmt noch viel rausholen. Auch, was ja auch sehr gerne gemacht wird, ist nur die Geschichte zu remaken und dann in ein anderes Genre zu packen. Auch da bin ich gerne dafür, wenn's gut läuft. Blödsinnig finde ich es, wie gesagt, auch 1:1 Kopien. Braucht, wie du sagst, zumindest in Deutschland oder braucht allgemein keiner, meiner Meinung nach. Und Alter spielt für mich auch keine Rolle. Okay. Also und große Filmklassiker sollte man auch die Finger von weglassen. Ja gut, das ist ja sehr subjektiv, was man jetzt als großen Filmklassiker
interpretiert, ne? Also der eine sieht Citizen Kane, der andere sieht Total Recall auch als großen Filmklassiker. Aber da ist, glaube ich, die andere Frage, ob wir da noch ein Remake gebraucht haben zu Total Recall. Das ist so eine Entwicklung, die mir halt persönlich aufstößt. Diese 80er, 90er Jahre Actionfilm-Remakes, also von Actionfilm-Klassikern wie eben Robocop und Total Recall und jetzt ja auch geplant Starship Troopers, weil die im dem Markt so sehr angepasst werden oder gestreamlined werden, dass eben die Gewalt derart reduziert wird, dass es eine 13er-Freigabe in den USA bekommt und obwohl die Gewalt ja so ein essentieller Bestandteil der Originale war, also gerade bei Robocop, der ein ultra brutaler Film ist im Remake und der im Original und der ja auch die ganze Story hat sich ja drumherum aufgebaut, ne? Also gerade am Anfang die Hinrichtungsszene ist ja nicht, das hat ja Paul Verhoeven mit Absicht so inszeniert, wie so eine ultra brutale Kreuzigung, / Hinrichtung, Erschießung. Und wenn dann eben ab 12 Jahren freigegebenes Remake kommt, dann verliert dieser Film doch ganz schön von seiner Relevanz und seiner Essenz. Also da hat anscheinend jemand nicht wirklich verstanden, worauf es drauf ankam, denke ich mir immer. Das ist auch noch ein wichtiger Punkt, dass das Remake wirklich mit Ehrfurcht an das Original rangehen sollte. Also wirklich sich anschauen, was hat das Original ausgemacht, was war die Grundessenz, warum es die Leute lieben. Und damit umzugehen ist wirklich sehr, sehr schwierig. Man hat es beim Ghostbusters Remake gesehen, der meiner Meinung nach nicht gescheitert ist, weil jetzt auf einmal Frauen da drin vorkommen. Für manche vielleicht schon, aber für mich nicht. Sondern einfach die Grundstimmung und der grundlegende Humor und die grundlegende Art von Ghostbusters wurde nicht aufgefangen. Und dann war es nicht mehr Ghostbusters. Anderes Beispiel, Das ist ja dann aber so eine ganz schmale Gratwanderung, auf der sich dann die Filmmacher auch bewegen müssen. Ne? Einerseits müssen sie quasi beachten, was war jetzt im Original, was hat das Original ausgemacht. Andererseits wird dann aber auch verlangt, dass sie da was Neues reinbringen oder irgendeinen neuen Dreh reinbringen. Also nicht einfach. Ja, also keiner hat ja gesagt, dass Remakes einfach sind. Es ist wahrscheinlich einfach, damit Geld zu machen, allerdings schwierig, da wirklich ein gutes Remake zu machen. Anderes Beispiel, was jetzt ein Sequel ist, aber trotzdem, Blade Runner 2049 hat es grandios gemacht, aus dem alten Stoff etwas Neues zu erzählen, etwas Neues zu gestalten und gleichzeitig den Grundvibe komplett aufrechtzuerhalten. Das ist ein absolutes Meisterwerk. Und daran sollten sich andere orientieren. Gibt es denn aktuell geplante oder in Arbeit befindliche Remakes, auf die ihr euch besonders freut? Also bei mir ist es, und ich hoffe, ich nehme euch das jetzt nicht die einzige Antwort weg, bei mir ist es vor allem Dune, Fan des zumindest des ersten Buches, das ich gelesen habe. Und jemand, der den Film aber noch nicht kennt, freue ich mich, dass gerade Denis Villeneuve, der eben auch Blade Runner 2049 gemacht hat, da jetzt mal hoffentlich einen vernünftigen Film draus macht. Wie ist das bei euch? Ja, das war jetzt Dune auf jeden Fall. Das war jetzt auch meine einzige Antwort, die ich jetzt darauf gehabt hätte. Dune steht bei mir auch ganz oben, ja. Okay, ja, ich hätte eigentlich auch noch bis letzte Woche Friedhof der Kuscheltiere gesagt, weil ich gehofft habe, dass der so kompetent wird wie der neue S, aber was jetzt so die ersten Reaktionen schon besagen, der soll ja auch nicht wirklich gut werden. Oh, da fällt mir natürlich ein, dass ich ja doch noch einen zweiten habe, aber das ist ja eine Fortsetzung von einem schon Remake mit Ace, dem zweiten Teil. Der steht bei mir auch noch als zweiter Film, ja. Da habe ich auch richtig Bock drauf, ob der Film es tatsächlich schafft. Die Fortsetzung, also im alten Film war ja meiner Meinung nach zumindest die zweite Hälfte das Schlechtere. Ob sie es schaffen, die erwachsene Hälfte, genau. Und ob sie es jetzt schaffen, daraus was Gutes zu machen, bin gespannt und guter Dinge. Dann lass uns doch mal, weil wir das jetzt schon angekratzt haben, unsere erste Top-5-Liste mit unseren 5 liebsten Remakes aufzählen. Dann haben wir vielleicht auch ein bisschen was Konkreteres, über das wir dann sprechen können. Benny, möchtest du anfangen mit deinen Plätzen 5 bis 2? Dann mache ich das mal. Ich habe jetzt für diese Top-Liste meiner Top-5-Remakes nur Filme genommen, bei denen ich das Original kenne. Zusätzlich, weil ich mir denke, es gibt viele Filme, die gut sind und gleichzeitig ein Remake sind, wie zum Beispiel Cup der Angst, Das Ding, also nicht der letzte, sondern der davor, oder auch, wie die meisten sagen, wie an Scarface.
die wir nachher noch besprechen werden. Aber ich finde, um zu sagen zu können, dass es ein gutes Remake ist, für mich muss ich auch das Original kennen, weil ansonsten könnte es ja eine 1:1 Umsetzung sein und dann ist es wie Funny Games US und dann finde ich, ist es kein gutes Remake mehr, auch wenn es trotzdem noch ein guter Film ist. Deswegen, lange Einleitung, nur Filme, bei denen ich das Original kenne. Und erstaunlicherweise habe ich nur einen einzigen Film in dieser Top 5 und der ist dann nachher auf Platz 1, der nicht auf einer auf einem Buch, einem Roman oder dergleichen, also keine Literaturverfilmung ist. Sprich, zu allen, die ich jetzt aufzählen werde, von 5 bis 2, gibt es eine Vorlage. Fangen wir an mit Platz Nummer 5. Das ist The Girl with the Dragon Tattoo. Die Verfilmung, in Deutschland heißt Verblendung, der Roman, und die Grundverfilmung, die erste Verfilmung ist schwedisch. Die zweite, The Girl with the Dragon Tattoo, also das Remake, ist US-amerikanisch mit Daniel Craig und Noomi Rapace war, glaube ich, im Original. Wir hatten die nochmal gespielt im Remake. Komme ich jetzt gerade nicht drauf. Der auf Platz 5, weil ich finde, er hat die Sachen, die mich am Original gestört haben, das ich allerdings auch schon sehr gut finde, nämlich vor allem das Ende, wesentlich besser gehandhabt, indem er mehr Spannung aufgebaut hat und das Ganze nicht innerhalb von 5 Minuten abgearbeitet hat. Und ich finde, er hat auch die Grundstimmung besser eingefangen durch eine bessere Kamera. Dann kommen wir zu Platz Nummer 4, den wir ja gerade schon genannt haben, und zwar ist es die Es-Neuverfilmung vom letzten Jahr, die ich sehr, sehr gut fand. Ich bin auch kein Freund des Originals, muss ich sagen, auch wie Marius schon gesagt hat, die Erwachsenenhälfte ist dann eher schwächerer Natur. Und Es, finde ich, hat es grandios gemacht, die Neuverfilmung. Also ich sage jetzt immer Neuverfilmung, aber es ist ja gleichzeitig auch irgendwie ein Remake. Weil vor allem diese Kinder sehr gut herausgearbeitet hat und das so diesen Vibe der Netflix-Serie Stranger Things gehabt hat, was mir sehr gut gefallen hat. Auf Platz Nummer 3, meine Überraschung des letzten Jahres, und zwar Jumanji, ist auch eine Literaturverfilmung, aber gleichzeitig irgendwie ein Remake. Einerseits von Jumanji und andererseits von Breakfast Club. Und ich fand den Film einfach nur sehr gut. Ich habe nichts erwartet, war irgendwie sonntagmittags im Kino und fand ihn richtig grandios, habe sehr viel gelacht und war am Ende auch berührt. Deswegen Platz Nummer 3. Und auf Platz Nummer 2 auch eine Literaturverfilmung und im Prinzip nicht wirklich ein Remake, weil das Original ist eine Komödie mit Peter Sellers unter anderem in der Hauptrolle. Und das, ich nenne es jetzt einfach mal Remake, auch wenn es die meisten Leute wahrscheinlich jetzt eher anders sehen werden, ist ein Actionfilm und der beste Teil der Bond-Reihe, wie ich finde, und zwar Casino Royale, der, wie gesagt, sehr, sehr wenig mit der ersten Verfilmung zu tun hat, aber beide basieren eben auf dem ersten Roman, der auch Casino, hieß der Casino Royale? Ich glaube, es war ein Fernsehfilm oder sowas, ne? War es nicht irgendwie? Genau, es war eben Fernsehfilm und es ist wirklich eine reine Quatschkomödie. Also sie haben wirklich nichts miteinander zu tun, aber ich bin ein Riesenfan vom Daniel Craig Casino Royale und wie gesagt, das ist mein Lieblingsbond und ein wahnsinnig guter Actionfilm und deswegen auf Platz Nummer 2. Vollkommen Zustimmung, für mich der beste Bond-Film, den ich bisher gesehen habe, Casino Royale. Voll. Okay, Marius, bist dran, du bist dran. Nein, aber Skyfall ist besser. Boah, okay. Nö. Da fehlt die grandiose Action aus Casino Royale. Allein wie da diese Anfangs-Parcours-Szene ist ja schon ein Traum für sich. Das dann stimmt. Noch die Poker-Szene. Eva Green ist ein wahnsinnig gutes Bond-Girl dann auch noch, weil sie zum ersten Mal nicht nur bloße Sexgespielin ist, sondern wirklich auch eine Story hat und ein bisschen weiblich agieren kann, feministisch möchte man gar sagen. Seine Aber ja. Zu seiner großen Liebe wird, oder? An der die nächsten 3 Filme sich dann abarbeiten. Stimmt, das kommt ja auch noch vor. Tragisch, tragisch. Aber da hat keiner von euch das Original gesehen, oder? Nee. Ja, fand ich jetzt auch nicht so. Also ich habe ihn auch noch irgendwie mal bei Kabel 1 mittags gesehen und fand den jetzt nicht ganz so lustig. War, ich glaube, 60er-Jahre-Humor oder sowas. Na, wir kommen dann vielleicht noch mal zu 60er oder zumindest 50er-Jahre-Humor. Ja, es gibt auch gute Filme aus den 60er, ganz klar. Aber, ich habe auch eine 60er-Jahre-Komödie drin, fällt mir gerade ein. Ja, dann stell uns doch mal deine Plätze 5 bis 2 vor, Marius. Ja, gerne doch. Auf Platz 5 habe ich Kong Sky Island. Ein Remake von Sucht euch einen King Kong-Film aus. Für mich die beste Verfilmung seit dem King Kong und die weiße Frau. Warum? Weil es mal nicht um King Kong geht, der auf den Wolkenkratzer klettert und eine weiße Frau in der Hand hat,
sondern weil es das macht, was ein Remake machen soll, es erzählt man eine andere Geschichte. Und behält trotzdem die grundlegenden Sachen, King Kong, weiße Frau, gut, böse, Monster, kloppen sich, behält es sich bei und sieht dann auch noch richtig gut aus, ein paar Apocalypse Now, Vibes fliegen da immer mit, hat Spaß gemacht im Kino. Dann auf Platz 4 habe ich einen kontroversen Platz, wo ich das Original so sehr feiere wie das Remake. Und zwar ist das Charlie und die Schokoladenfabrik. Das Original mit, wie heißt das, Billy Wilder. Und das Remake mit Johnny Depp. Haben beide, finde ich, einen eigenen Ton und einen eigenen Humor und eigene Schrulligkeit. Und genau das brauche ich bei Charlie und die Schokoladenfabrik. Irgendwas, ja, andersartiges, schrulliges. Und wer könnte das besser als Tim Burton? Und der hat ja auch das Remake gemacht. Dann habe ich auf Platz 3 auch S, zumindest mal den ersten Teil. Was der zweite Teil ist, können wir ja dann, wann kommt der, im Sommer irgendwann oder im Herbst? Oktober, glaube ich, wieder. Und auf Platz 2 habe ich einen Film, wo ich leider das Original nicht kenne. Allerdings gefällt mir das Remake so gut, dass ich da kaum Befürchtungen habe. Und zwar ist das Departed auf Platz 2. Ein Remake von Internal Affairs oder sowas. Infernal Affairs, Film. Aber da komm ich nachher noch drauf zu sprechen. Okay. Gut. Okay. Ich hatte mir schon nach dem letzten Podcast gedacht, dass du Kong Sky Island irgendwo auf deiner Liste aufnimmst, weil du den ja schon bei den du hattest seine Kameraeinstellung gelobt. Ich musste mir tatsächlich jetzt nochmal angucken, weil ich hatte den nicht gut in Erinnerung oder zumindest nicht so begeisterungswürdig, aber irgendwie scheint er doch nochmal von allen Seiten so gelobt worden zu sein. Vielleicht habe ich doch dann einfach Kopf ausgeschaltet und mir Also der ist schon sehr dumm, das muss man sagen. Was, der ist sehr dumm? Erzählweise. Okay. Ja, der ist schon sehr dumm. Man muss ein bisschen Kopf ausschalten. Aber der ist sehr, sehr gutes Popcorn-Kino. Ähnlich wie Jumanji bei Benny. Wobei ich jetzt mit Kong Skull Island nicht so viel anfangen konnte. Ich fand auch die Kameraeinstellung auf Brie Larsons Brüste die ganze Zeit auch ein bisschen befremdlich, wenn auch schön, aber war schrecklich. Hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen. Aber ich fand im Vergleich zum King Kong Remake tatsächlich das Bessere. Das ist dann schon, ja. Ja, King Kong Remake, das hat aber, das ist ja schon fast ein 1:1 Remake gewesen. Über 3 Stunden hinweg. Genau, ja, das von Peter Jackson, das fand ich dann schon sehr langweilig und da hat der neue um einiges mehr Spaß gemacht. So. Gibt's noch ein neues? Nein, King Kong hat's ja jetzt gemeint. Also, es gibt ja auch das Peter Jackson Remake, meine ich jetzt. Ja, und welches meinst du? Nein, ich meine Godzilla, habe ich mir, glaube ich, versprochen. Ach so, ich fand okay. Skull Island besser als jetzt das Godzilla Remake. Ja, die kloppen sich ja noch gegenseitig die Bühne, die Hörner aus dem Kopf. Freuen wir uns darauf. Okay, dann würde ich jetzt mal weitermachen. Mein Platz 5 ist Dread. Einer dieser Filme, von denen ich vorhin noch gesagt habe, hier diese 80er, 90er Jahre Action-Remakes, aber Dread hat den Vorteil, dass er einfach unfassbar brutal ist, der von 2012 mit Karl Urban in der Hauptrolle. Und als ich den mir angemacht habe auf Netflix, habe ich wirklich nichts Böses geahnt und war dann überrascht, was das für ein düsterer, grimmiger und vor allem wirklich angenehm brutaler Film ist, also für den Kontext, in dem er spielt. Ein riesiges Hochhaus muss erstürmt werden, zwei Spezialpolizisten übernehmen das und in der Gegenspielerrolle Lena Headey, die Cersei Lannister aus Game of Thrones, also da passt für mich sehr vieles zusammen und wie gesagt, vor allem die Action und die Atmosphäre, die haben mich wirklich überzeugt. Dann auf Platz 4, ein alter Bekannter, auch S, habe ich gesetzt, das 2017er Remake. Muss ich ja jetzt nichts weiter zu sagen. Auf Platz 3 ist ein Film von 1959 und zwar Manche mögen es heiß. Das ist ein Remake. Das ist ein Remake eines deutschen Films, der, soweit ich weiß, sogar das Remake eines französischen Films ist. Der deutsche Film heißt Fanfaren der Liebe, ist von 51. Und ja, 8 Jahre später wurde dann in den USA nochmal neu produziert und ist eine sehr witzige Körpertauschkomödie, also zwei Musiker verkleiden sich als Frauen, weil sie keine Jobs bekommen und hoffen jetzt eben, dass sie als Frauen irgendwie an eine Stelle kommen und das Ganze ist sehr amüsant, sehr witzig.
Und auf Platz 2 habe ich dann zwei Filme in ein Paket gepackt, weil die sich ja sehr thematisch sehr ähneln, und zwar Die Fliege und Das Ding. Die Fliege von 86 von David Cronenberg und Das Ding von 82 von John Carpenter. Beides Körperhorror, der so ein bisschen, glaube ich, das Genre damals auch in seine Bestform gebracht hat. Und die zwei Filme, die trotz ihres Alters wunderbare Beispiele dafür sind, warum CGI, also Computereffekte, niemals echten praktischen Effekten das Wasser reichen werden können, wahrscheinlich. Okay, das waren dann meine Plätze 5 bis 2. Ja, das ging auch schnell. Du bist so schnell durchgesprungen, dass ich meinen Gag zu Dread gar nicht bringen konnte. Ach, dann bring aber deinen Gag zu Dread. Auf Platz 5 ist übrigens Dread. Ah, Dread, das ist doch das Remake zu The Raid, oder? Das könnte man tatsächlich so sehen. Das ist ganz, das ist gar nicht. Ja, auch als du die Story genannt hast, ist es halt 1:1 auch die Story von The Raid. Ja. Ja, gut, es ist halt aber eine sehr puristische Geschichte, ne? Ich muss sagen, ich habe das Original auch nicht gesehen mit Sylvester Stallone, aber da wurde ja auch immer gesagt, dass es eher krampfig ist. Ein guter Kumpel von mir, der sehr auf Actionfilme und Actionfilme steht und auch Sylvester Stallone, dem habe ich das Dread Remake empfohlen und er wollte sich's nicht angucken, weil er das Original scheiße fand. Und ich musste ihn wirklich lange bequatschen, bis er sich das da mal angeschaut hat, das Remake. Ja, was ich bei euch aber interessant finde, sind die Plätze, bei Marius ist es Platz 2 und Platz 5, ne? Also bei Benny Platz 5. Departed und Verblendung. Da kommen wir vielleicht später nochmal zu. Das sind ja quasi Remakes, die ihr vorhin bemängelt hattet, die quasi aus dem Ausland einen ausländischen Film für den US-Markt nochmal neu aufgelegt haben. Habe ich grundsätzlich bemängelt, nur um Girl with the Dragon Tattoo. Wie gesagt, er hat einiges anders gemacht. Ein paar Sachen hat er sich eher an der Romanvorlage gehalten. Und deswegen fand ich es eben einen guten Film an sich und auch ein gutes Remake. Es hätte es nicht gebraucht, weil das Original schon gut ist und die Romanvorlage, die auch grandios ist, ganz gut umgesetzt hat. Nur wie gesagt, ein paar Sachen fand ich eben bei The Girl with the Dragon Tattoo noch mal besser umgesetzt, weswegen es mir auch sehr gut gefallen hat. Und es ist halt, David Fincher kann auch nicht so viel verkehrt machen. Deswegen Departed ist von Scorsese mit Leonardo DiCaprio und Jack Nicholson. Da kann ich fast gar nicht anders wie diesen Film zu lieben. Und also es heißt ja nicht, der Ruf ist, glaube ich, da auch schlechter wie die wirklichen Filme dann. Dass Amerikaner ja kein Remake machen können von deutschen Filmen. Für dich vielleicht mal interessant, wie das Toni Erdmann-Remake wird mit Jack Nicholson. Was ja irgendwie in Planung ist. Wenn der mal so lange durchhält, mal gucken. Und aber die können ja schon gute Filme machen. So ist ja nicht. Nur wenn sie halt wirklich eine gute Idee haben, wie man es remaken kann. Ich habe das Original jetzt leider nicht gesehen von Departed, aber ich glaube, die haben auch nur die Geschichte aufgenommen, ne? Jetzt nicht 1:1 geremaked. Ich werde gleich noch mal ein bisschen was dazu sagen. Okay, gut, Benny, dann stell doch mal deinen Platz 1 vor. Ja, was könnte das wohl sein? Ja. Tja, große Überraschung. Und zwar The Departed. Beide Filme, sowohl das Original als auch das Remake, finde ich grandios und zeigen mir, dass es nicht an Gangsterfilmen an sich liegt, warum ich Der Pate und ähnliche nicht mag. Mach noch alte Wunden auf, ja. Das wird nachher bei Scarface noch mal ganz tief aufgerissen. The Infernal Affairs, ich glaube die achte Hölle oder so im Deutschen als Beititel, geht auch wie Departed um zwei Cops, um zwei Cops, und einer schleust sich bei dem Bösen ein und der andere ist bei dem Bösen und schleust sich deswegen bei den Bullen ein. Also das ist die Grundstory, die genau gleich ist. Aber der Film geht, das Original geht insgesamt, glaube ich, eine Stunde kürzer, erklärt wirklich sehr wenig. Das ist, was ich allerdings mag an asiatischen Filmen, dass sie nicht dem Zuschauer alles vorkauen, bis er wirklich jedes Detail blickt. Es ist, wenn man asiatische Filme nicht gewöhnt ist, es klingt jetzt rassistisch, aber es ist leider wirklich so, man kann die beiden Hauptdarsteller sehen, sich sehr ähnlich. Deswegen ist manchmal schwer, es die auseinanderzuhalten, wenn man es nicht gewohnt ist, solche Filme anzugucken. Meine ich jetzt auch nicht böse, aber das fiel mir damals schwer. Aber die Geschichte ist halt runtergebrochen auf diese zwei Polizisten und was sie dann erleben, in spannendem Maße. Und The Departed hingegen, der baut das Ganze halt aus mit sehr, sehr vielen Figuren, mit dieser Liebesgeschichte, die im Gegensatz zu den meisten Liebesgeschichten nicht nur aufgesetzt ist, sondern zusätzlich nochmal Spannung reinbringt. Hat mit der Figur des Jack Nicholson
und auch von Mark Wahlberg nochmal ein paar Szenendiebe eingebaut, richtig coole Sprüche und ein Ende, das ähnlich ist zum Original, aber das Ganze nochmal überspitzter darstellt. Und deswegen orientiert er sich, wie Maris ja schon sagte, wirklich an der Grundformel, aber macht was ganz anderes daraus. Weswegen ich da wirklich, also man sollte sich beide Filme angucken, weil ich finde beide grandios. Auf ihre eigene Art und Weise. Ich habe die Vorlage schon seit 2 Jahren oder so im DVD-Regal stehen, weil ich die irgendwo mal für 2 Euro abgegriffen habe, aber bin leider noch nicht dazu gekommen. Aber ja, ich finde die Scorsese... Hat die Vorlage auch 3 Teile? Bitte? Hat nicht die Vorlage auch 3 Teile? Die hat 3 Teile, genau. Ja. Ach, okay. Also 2 Fortsetzungen dann entsprechend. Genau. Aha, die habe ich okay. Leider noch nicht gesehen, sollen aber dem Original nicht in viel nachstehen. Ja, aber ich finde die Part auch grandios und der hat es auch fast auf meine Liste geschafft. Aber ich wollte es dann euch überlassen. Marius, was ist dein Platz 1? Ja, mein Platz 1 ist relativ langweilig, weil es bei ganz vielen Toplisten, die man so im Internet findet, auch auf Platz 1 ist. Aber ist es nun mal so, das Original ist grandios und habe ich erst vor letztes Jahr oder maximal vorletztes Jahr nachgeholt. Und das Remake ebenso. Und zwar ist es für 1 Handvoll Dollar. Remake von Yojimbo von Akira Kurosawa. Da kommt wieder das zum Tragen, was ich vorher hatte. Gleiche Grundgeschichte, gleicher Kniff, gleiche Idee, halt in 2 verschiedenen Genres. Und ich könnte auch hier jetzt die 7 Samurai und die Magnificent Seven reinholen. Allerdings mag ich da das amerikanische Remake nicht so. Und deswegen hier für 1 Handvoll Dollar mit Clint Eastwood. Ich höre einen Krankenwagen im Hintergrund. Das ist bei mir. Ja, mein Platz 1 ist leider relativ langweilig, beziehungsweise über den werden wir gleich noch sprechen. Mein Platz 1 ist tatsächlich Scarface von 83, der ja auch bald wieder wohl geremaked werden soll, so wie ich es angehört habe. Oder wie ich es vernommen habe. Mit Al Pacino, das wäre mal gut. Ja, Tony Montana hat überlebt am Ende. Ja, aber das ist jetzt... Räumt jetzt im Altenheim auf. Aber das ist jetzt eine schön bunte Mischung, die wir haben, ne? Also wir haben so teilweise Filme, die halt, wie gesagt, ne, aus einem anderen Kulturkreis die Filme halt quasi übersetzt haben für den amerikanischen Markt. Wir haben Filme, die zeitgenössische Neuauflagen sind, wie eben S oder wie Jumanji und Casino Royale. Wir haben auch Filme, die halt ja einfach einen neuen Kniff reingebracht haben, wie Kong Skull Island. Also scheint doch auch im modernen Markt, ne, das sind ja relativ viele moderne Filme, so aus den letzten 10 Jahren, würde ich mal sagen, und 10, 15 Jahren, die hier aufgelistet worden sind. Oder sehe ich das falsch? Wie gesagt, es gibt schon auch gute Remakes, nur die Frage ist halt nach wie vor, hätte es die denn überhaupt, oder hätte man die vermisst, wenn es die nicht gegeben hätte? Vor allen Dingen, wenn die Vorlage gut ist, weil bei Dread zum Beispiel ist die Vorlage halt nicht gut. Von dem her ist es dann schon gerechtfertigt, wenn man sagt, die Idee ist super, das dann nochmal auszuprobieren. Aber insgesamt auch, ja gut, Casino Royale kann man jetzt nicht nehmen, aber The Departed, wenn es sie nicht gegeben hätte, es ist ein super klasse Film, nur auch das Original ist halt schon richtig gut, hätte man sich auch das Original angucken können. Aber wie viele Leute hätten das Original gekannt? Das wäre jetzt mein Punkt gewesen, dass Remakes eben auch, das Remake auch das Original überhaupt erst bekannt machen können, weil ohne The Departed hätte ich von Infernal Affairs wahrscheinlich auch nichts gehört. Also es kann dem... Oder bei Oldboy, das Remake ist scheiße, aber wie viele kennen dadurch das Original? Ich glaube nicht so viele, weil der gar nicht so durch die Decke gegangen ist, der neue, oder? Aber er war dann mehr zumindest in den... Also ich könnte mir vorstellen, dass viele Leute dann davon gehört haben, von der Marke Oldboy, sage ich mal, und was dahinter steckt und von der Trilogie. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass dann Leute auf das südkoreanische Original aufmerksam gemacht worden sind. Okay, also quasi können wir schon die Leistung anerkennen von Remakern, dass sie teilweise das Original quasi dadurch auch bekannter machen durch ihren Film. Aber oder versauen. Oder können sie das? Ist das so, dass dann die Originale auch Schaden nehmen dadurch? Ja, doch, schon. Kann passieren. Welches? Ja, dann sag mal ein Beispiel, das würde mich jetzt auch interessieren. Ich bin gerade überlegen, mir fallen nur Sequels ein. Gut, ich bin jetzt kein Fan von Schön und das Biest, aber vielleicht hat da das Original. Oder die ganzen Disney-Marken könnten da Schaden durchnehmen.
Ja, die Marke Disney an sich vielleicht, oder? Ja, und damit dann auch die alten Filme, dass Disney irgendwann, wenn sie es übertreiben, ich meine, 3 Remakes in einem Jahr ist schon ziemlich viel. Und ich weiß nicht, was sie die nächsten Jahre auch noch vorher haben. Mulan ist ja schon angekündigt und was sie noch dann haben, Herkules vielleicht noch oder Ariel. Ariel kommt mit Sicherheit. Dann könnte es irgendwann zu viel werden und dass dann Leute ja relativ schnell den Hals davon voll haben, könnte ich mir schon vorstellen und das dann auch abfärben könnte auf die alten Filme. Das Image allgemein der Marke, zum Beispiel König der Löwen. König der Löwen ist so ein Film, den kaum jemand anfasst und sagt, scheiße, zu Recht. Aber das könnte halt durch das Remake passieren, dass man dann nochmal darüber nachdenkt und sagt, war das wirklich damals so gut oder ist das Nostalgie? Mein Eindruck ist, ich erlebe das auch selber in meiner Familie, dass der klassische Zeichentrick, ne, also diese schönen alten Disney-Zeichentrickfilme, gar nicht mehr so sehr bei einer jüngeren Generation auf Interesse stoßen. Die mögen dann eher quasi die Pixar-Filme, so Cars und so weiter. Und was gab's da noch? Arlo und Spot. Das sind so die dann in diesem Dunstkreis eher bekannt sind. Und jetzt kommen eben diese neu aufgemachten, neu animierten Filme, ob dann wenigstens das vielleicht das Interesse wecken könnte bei einer jüngeren Generation? Ja, glaubst du, jemand, dass ein Kind jetzt das, also höchstens die Eltern geben ihm dann, hey, guck doch mal das Original von König der Löwen, weil sie enttäuscht sind im Kino, keine Ahnung. Das könnte sein, allerdings, also ich bin immer noch der Meinung, dass man Kindern Zeichentrickfilme von damals vorsetzen kann, Asterix-Filme oder sowas, und sie fänden es immer noch gut. Sie kennen es halt nur nicht, weil das nicht gemacht wird aktuell. Es gibt ja keine Zeichentrickfilme mehr. Also, fällt gerade keiner ein. Ich glaube, das ist ein selbstgeschaffenes Problem von Disney, weil die haben ja jahrelang ihre ganzen Filme nur für ganz kurze Zeit auf DVD, VHS oder so rausgebracht und sie dann wieder eingezogen. Und das auch nur in einer ganz kleinen Auflage. Sprich, die waren sehr teuer zu bekommen. Also König der Löwen, bevor dieses 3D-Neuauflage, bevor die rauskam, hat man, glaube ich, 100 Euro für die DVD gezahlt auf eBay und ähnlichen Seiten. Sprich, es war sehr schwierig, den Kindern das überhaupt zu zeigen, weil auch im Fernsehen wurden die Disney-Filme wenig gezeigt, weil sie eben das so gehandhabt haben, dass sie die Disney-Filme als was Besonderes darstellen wollten. Auch funktioniert. Es hat funktioniert, aber es wurde eben schwierig gemacht, das den Kindern dann überhaupt zu zeigen. Aber dadurch, dass jetzt ja dieser Disney-Netflix-Konkurrent, heute Abend wird übrigens der Apple-Konkurrent vorgestellt. Ich glaube, gerade jetzt momentan irgendwie. Jedenfalls, der Disney-Konkurrent kommt ja jetzt auch dann raus. Und wenn die ganzen alten Filme zeigen werden, wovon ich jetzt mal schwer von ausgehe, dann glaube ich, dass die Kinder da auch wieder einfacher herangeführt werden können an die alten Zeichentrickfilme, die, wie ich finde, auch heute noch sehr gut geguckt werden können. Weil vor allen Dingen Kinder, wenn die noch nicht so in Kontakt gekommen sind mit Computeranimationen, sollten ja da auch kein Problem haben, dann sich die alten Filme anzugucken. Dann bleiben wir noch mal ganz kurz bei Disney. Wenn diese ganzen Filme funktionieren bei Erwachsenen, dann würde ich sagen, hauptsächlich über den Faktor der Nostalgie. Seid ihr denn nostalgische Menschen, was Film betrifft? Um jetzt mal ein ganz großes Fass aufzumachen. Ja, auf jeden Fall. Also es kommt drauf an. Manche Sachen schon, manche Sachen nur zum gewissen Punkt. Also es geht mir irgendwann auch auf die Nerven, wenn zu viel auf Nostalgie getrimmt wird. Aber an für sich mag ich es schon natürlich so in der eigenen Nostalgie zu schwimmen und zu baden. Nochmal die alten Klassiker und ey, das kenne ich doch und ey, das finde ich doch gut. Erlebst du da manchmal auch so böse Überraschungen, dass dann denkst du, oh Gott, was habe ich damals gestanden nur? Ja, aber das eher dann in Filmen, die ich so in meiner Jugendzeit gut fand. So Filme, die ich als Kind gesehen habe und heute nochmal sehe, die mag ich immer noch. Also das ist sowas wie Star Wars oder wie Die König der Löwen, den ich, glaube ich, bis in meinem 6. Lebensjahr niemals über diese Todszene von Mufasa gucken konnte. Andere Filme wie Mulan liebe ich mit Otto Walkes als Stimme. Und Disney, ganzen alten Disney-Filme, so sehr ich Hass habe für Disney, so sehr ich den Konzern mittlerweile verabscheue, so sehr liebe ich doch die alten Filme. Okay. Benny, bist du nostalgisch? Ja, ich glaube, nostalgisch ist irgendwie in unserer DNA veranlagt und psychologisch wahrscheinlich zu erklären. Nur um die Frage zu beantworten, die du Marius gestellt hast, ich habe durchaus, wenn ich mal alte Filme angucke, schon des Häufigeren dieses, aha, okay, leider auch bei Star Wars 4, also ich fand ihn jetzt nicht schlecht, aber der ist doch
sehr gemächlich erzählt und passt nicht mehr so ganz in die heutige Zeit, muss man sagen, was man als Kind dann anders in Erinnerung hatte. Und da habe ich ihn, glaube ich, weiß ich, 20 Mal erzählt, nicht erzählt, gesehen. Oder kennt ihr die Tex Avery Show? Das war mal so eine... Was sagt man das? Ja, ja, das ist mit diesem Intro, mit dem... Das ist der Intro-Song ungefähr. Du hättest es auch einspielen. Ja, echt mal, du kannst auch unser Intro irgendwie mit... mit dem Schmarrn. Ey, ich hab's als Kind geliebt, diesen Dreck. Ein Kumpel von mir hat sich vor, es ist auch schon wie 8 Jahre her oder sowas, hat sich die DVD-Kollektion gekauft. Nach 5 Minuten haben wir uns angeguckt, ausgemacht und die DVD weggeschmissen. Ey, du drehst durch bei diesem Rotz. Ich weiß nicht, wie ich das als Kind angucken konnte. Ja, ja, genau, jetzt habe ich doch ein Bild vor mir, genau. Ja, oh Gott, das Willen. Mach die Biegefliege. Und dann ist das diese alte, fette Frau, die sie auf diese Fliege da einschlägt und sie nicht erwischt. Also Art Tom und Jerry-Klon, aber auf Speed, auf alles. Egal. Ich guck mir das dann gleich an, wenn wir hier auf fertig sind mit der Aufzeichnung. Mach das mal. Ja, ich hatte so vor kurzem auch so ein ähnliches Erlebnis. Also nicht ganz so schlimm, aber ich habe mir jetzt nochmal einfach aus Spaß Winnie Pooh angeguckt, oder zumindest angefangen. Und musste erstmal sehr seltsam feststellen, die Synchronstimme von Winnie Pooh ist irgendwie seltsam vom Alter her. Das klingt wie so ein 50-, 60-jähriger Mann, der klingen will wie ein 30-Jähriger. Habe ich jetzt nicht mehr vor Ohren. Ich habe das relativ selten. Also ich habe auch nochmal vor ein paar Monaten oder Wochen oder vor ein paar Monaten habe ich nochmal Avatar gesehen. Die Serie hat mir immer noch genauso gefallen wie als Kind oder Jugendlicher. Die alten SpongeBob-Folgen kann ich mir auch noch angucken. Die sind ja auch besser als die neuen. Ja, also die neuen gucke ich auch gar nicht. Also bis zum Film, also inklusive Film, ist alles geil. Ist ähnlich wie bei den Simpsons. Ah, da sind wir voll auf einer Höhe, schön. Und, aber ich, da ist wahrscheinlich auch sehr, sehr viel in Vergessenheit geraten, was man heute nicht mehr gucken kann. Allerdings liegt es da ja wahrscheinlich eher daran, dass es wirklich für Kinder gemacht wurde. Und dass man halt nicht mehr in dem Alter ist. Da ist dann wirklich nur noch die Nostalgie und sobald man es nochmal guckt, denkt man sich fast eine Scheiße. Ich wollte nochmal kurz auf, du hast ja vorher diese Statistik da vorgelesen, um das ein bisschen in Relation zu setzen, weil im gleichen Zeitraum, wo die Remakes und Reboots von 17 auf 4% gesunken sind oder von 17 auf 4 in der Totale, weil es geht ja um die Top 100 einspielstärksten Filme, im gleichen Zeitraum sind die Sequels und Prequels von 9 auf 30% gestiegen. Die Sequels und Prequels von den Remakes wahrscheinlich. Also das Problem, wenn man es ein Problem nennen will, hat sich, wenn dann eher verlagert, als dass es dann ausgeblieben ist. Es geht jetzt zwar in der Folge jetzt nicht um Sequels und Prequels, aber das spielt ja alles so ein bisschen damit rein, dass man keine neuen Ideen umsetzt, sondern sich am Bestehenden orientiert. Und auch da, der Nostalgiepunkt stimmt ja da auch überein. Sprich, man kennt was oder mag was, was es schon gibt und dann setzt man es fort oder erzählt die Vorgeschichte davon oder macht das Ganze nochmal neu. Das spielt ja alles so mit rein. Man könnte sagen, dass Star Wars Episode 7 ja auch bloß quasi dadurch funktioniert hat oder darauf aufgebaut hat, dass er eben die Struktur der alten Filme quasi kopiert hat, also gerade von Episode 4 und deswegen so erfolgreich war und gut angekommen ist, doch größtenteils. Der ist gut angekommen? War das nicht eher der Grund, warum er schlecht angekommen ist bei vielen Leuten, wenn sie gesagt haben, dann sagen wir mal so, es war der Grund bei denen er gut angekommen ist. Zum Beispiel bei mir. Ja, ich hatte es eher andersrum. Also ich habe jetzt ganz viele, bei mir ist ja auch gut angekommen, allerdings das Einzige, was mir den Film madig gemacht hat, ist, dass es halt Episode 4 eben nochmal erzählt ist, sonst mag ich den Film eigentlich, im Gegensatz zu manch anderen Filmen, die danach kamen. Und das war halt das Einzige, was mich da gestört hat. Dass halt zu viel auf dieser Nostalgiewelle geritten wurde. Da hat es mich wieder gestört. Da war so auf Teufel komm raus nochmal, ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache und sonst was. Das hätte ich nicht gebraucht. Ein bisschen weniger hätte es da besser getan. Okay, dann lasst uns doch nochmal, bevor wir zum Hausaufgabenfilm kommen, ein bisschen freidrehen, kreativ und wünsch dir was. Genau, wünsch dir was, spielen wir. Und wir stellen jetzt mal unsere Top 5 Filme vor, von denen wir gerne ein Remake hätten. Und vor allem, warum hätten wir gerne ein Remake davon? Und vielleicht fördert das ja auch noch ein bisschen zutage, was wir an Remakes schätzen oder was wir mögen, wenn ein Film geremaked wird. Und da würde ich doch direkt mal wieder an Benny übergeben. Ich möchte noch eine Frage kurz zuvor stellen, die ich mir noch aufgeschrieben hatte. Ich hijacke das Ganze immer wieder, ich weiß.
Und zwar hast du letztes Mal, ich weiß gar nicht, ob es im Podcast selbst war oder im Nachgespräch, Inception als Remake von Paprika bezeichnet. Was ich ja schon sehr weit gefasst finde. Also es hat natürlich auch eine ähnliche Grundthematik mit den Träumen, aber das wirklich als Remake zu bezeichnen, fände ich dann auch ein bisschen übertrieben in meinen Augen. Ja, dann vielleicht eher der Begriff geistiger Vorgänger wäre der angemessen. Oder geistiger Vorläufer. Du darfst es natürlich gerne so nennen, wie du es möchtest. Ich wollte ja nur wissen, wie oder warum das Ganze dann. Also du hast jetzt beide gesehen. Ich kenne beide, ja klar. Hm. Naja gut, im Prinzip geht es ja in beiden um die Thematik Träume, Manipulation von Träumen und die ganze Struktur. Und soweit ich weiß, die Figuren ähneln sich auch so zumindest grundlegend. Natürlich hat Nolan da noch so ein bisschen mehr eigene Ideen reingebracht, nicht unbedingt zum Besseren, wie ich meinen würde, aber also ich hatte Paprika ein paar Jahre nach Inception gesehen und ohne irgendwie gewusst zu haben, war mir schon direkt klar, dass der quasi die Vorlage für Inception war, was sich dann auch bestätigt hat, wie ich da mal nachgelesen habe. Ja, Nolan hat ja schon gesagt, dass er den Film kannte und sich da teilweise, ja, was heißt orientiert, aber natürlich ein paar Sachen übernommen hat. Aber Paprika geht ja ganz anders um mit Träumen. Und zwar so, wie sich viele Kritiker von Inception das gewünscht hätten. Nämlich viel fantasievoller und nicht so strukturell, wie es jetzt Inception macht. Ja gut, dann haben wir aber wieder, wie es bei einigen von den genannten Filmen ist, die grundlegende Idee, grundlegende Story ist übernommen worden. Aber das, was er dann draus macht, ist wieder was ganz anderes. Ja, ich tue mir da ein bisschen schwer, das als Remake zu bezeichnen. Aber wie gesagt, ich bin da eher Fan von dem engen Remake-Begriff. Also selbst wenn es nur Literaturverfilmung oder sowas. Weil es gibt ja auch eine Folge, ich weiß nicht, ob es Karl Barks geschrieben hat oder der andere berühmte Disney lustige Taschenbuchautor oder Dagobert Duck, gibt es ja auch eine Story, wo die Panzerknacker sich so eine Traummaschine holen, die auch sehr stark an Inception erinnert. Und es kam ja auch schon davor raus. Also sprich, können wir auch sagen, dass es eher sich darauf beruht. Auch wenn Christopher Nolan nie zugegeben hat, dass er das gekannt hat. Aber das ist noch ähnlicher als jetzt Paprika zu Inception. So viel nur dazu. Genau. Und zwar habe ich mir nicht nur 5 Filme überlegt, die geremaked werden sollten, meiner Meinung nach, sondern mir 5 Gründe überlegt, die überhaupt Remakes rechtfertigen. Und dazu jeweils einen Film exemplarisch genommen. Auf Nummer 5 haben wir den Grund, das Original bekannter zu machen. Hab mir vorher schon mal angesprochen, weil ich finde, bei dem Film, den ich gleich nennen werde, die Thematik ist so wichtig, dass sie sehr universell ist und wahrscheinlich noch wichtiger wird in Zukunft. Und zwar geht es um den deutschen Fernsehfilm Home Video. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Geht es um einen Jungen, der sich beim Masturbieren filmt und dieses Video geht dann an die Klasse. Er wird selbstverständlich gemobbt und da geht es halt darum, wie sich das Ganze entfaltet. Der Film ist, ja, bis auf die letzte halbe Stunde, also ich fand ihn okay, aber ist jetzt nicht super gut, aber ich finde, die Thematik ist so wichtig, dass man da durchaus ein Remake, ein besseres Remake machen könnte. Dann haben wir auf Nummer 4 einen Grund für ein Remake, ist, wenn der Ursprungsfilm, nee, was habe ich hier? Ah ja, schlechter Film, aber gute Idee. Und zwar habe ich da den Film Schwer verliebt mit Jack Black, bei dem es darum geht, dass er alle Frauen, die in Wirklichkeit dick sind oder fett, sieht er als schlank an und verliebt sich deswegen in sie. Gwyneth Paltrow spielt da die weibliche Hauptrolle. Ich finde den Film übelst schäbig und seinen Gags, die er so raushaut, aber ich finde die Idee irgendwie klasse. Also da hätte ich gern ein Remake davon, der das Ganze ein bisschen besser umsetzt. Auf Platz Nummer 3. Ein Grund, eigentlich würde ich gern jeden Film, den es gibt, von Tarantino umgesetzt sehen, was er daraus machen würde. Und ein Film, den ich besonders gerne hätte, wäre 00 Schneider mit Helge Steiner der Hauptrolle. Oh Gott, nee. Es kann eigentlich nie funktionieren, weil der Film natürlich super improvisiert ist und Tarantino ja auf seine Dialoge setzt. Aber irgendwie würde mich interessieren, was dabei rauskommen würde. Ich meine, Tarantino sagen,
Also ja, da würde Tarantino sagen, hier, ich schreibe dir einen perfekten Monolog, den trägst du jetzt mal vor, und Helge Schneider würde sagen, nö, nö. Ja, nicht mit Helge Schneider in der Hauptrolle. Oh, bitte. Na klar. Also ich meine, Tarantino hat ja schon aus Christoph Waltz eine ganze Menge rausgeholt. Überlege mal erst, was der aus Helge Schneider machen kann. Ah, stimmt. Wie, was also. Helge Schneider aus Tarantino machen kann, so, das musst du finden. Helge Schneider als Regisseur und Tarantino in der Hauptrolle, das wäre natürlich... So, haben wir das auch gepitcht hier. Auf Platz 2 habe ich gute Vorlage, aber schlechte Umsetzung. Und zwar exemplarisch für die ganze Reihe, aber besonders der 6. Teil der Harry Potter-Reihe, nämlich Harry Potter und der Halbprinz, ist mein Lieblingsbuch. Aber der Film ist, der geht gar nicht. Weil das ist nur noch zackstückelte Aneinanderreihung von irgendwelchen Szenen aus dem Buch. Und mit Hauptaugenmerk auf die Liebessequenzen und Tanzszenen konnte ich überhaupt nichts mit anfangen. Da hätte ich gerne, also ich hoffe zwar nicht, dass da jemals ein Reboot kommt von Harry Potter, aber mich würde es nicht wundern, wenn da in 10, 20 Jahren nochmal was auf uns zukommt. Da hätte ich aber das Problem, die Darsteller irgendwie nochmal zu casten, weil du hast die so verbunden mit Harry Potter. Wenn du Harry Potter heute liest, dann hast du da ganz klar Daniel Radcliffe im Kopf, oder? Vor allem willst du dann bloß diesen Teil remaken oder die ganze Reihe? Ja, also ich hätte am liebsten diesen Teil geremaked, weil ich finde ihn halt sehr gut, die Literaturvorlage, weil es um die Vorgeschichte geht von Dumbledore. Gut, das wird jetzt ja wieder anders belichtet mit der jetzigen Reihe, aber das kommt im Film halt gar nicht vor oder glaube nur in zwei kurzen Szenen und den Rest haben sie unter den Tisch gekehrt und das hätte ich halt gerne filmisch umgesetzt gesehen und das fehlt da eben. Klar werden sie nicht nur den 6. Teil remaken, das wäre Quatsch. Aber es geht ja darum, was ich mir wünsche. Okay, was wünscht sich denn Marius? Jedes. Aber exemplarisch mal 5 Plätze, beziehungsweise erstmal 4. Da habe ich auf Platz 5, bitte nicht steinigen und erst mich aussprechen lassen. Und dann steinigen. Und zwar wieder ein Remake von den 7 Samurai. Ich sehe schon, ihr haltet euch gerade zurück. Lasst mich ausreden. Und zwar als dreckiger, verruchter, schwarzhumoriger Ritterfilm. Könnt ihr ungefähr verfolgen, so Mittelalter, vielleicht ausgehendes Mittelalter, und Schwertkämpfer und Ritter müssen halt ein Dorf verteidigen. Nicht Samurai, nicht Cowboys. Am besten Deutsch, mit verschiedenen Akzenten. Und ja, das stelle ich mir sehr, sehr schwarzhumorig, platt, aber gleichzeitig auch sehr gut vor. Welche deutschen Hauptdarsteller würdest du dann casten? Helge Schneider. als titelgebender Held, jetzt muss ich überlegen. Na, Til Schweiger, oder? Der hat doch schon 1,5 Ritter gemacht. Ja. Jetzt brauchen wir unsere restlichen 5,5. Ja, Hausmeister Krause, der hat auch schon mal Siegfried Sieg. Tom irgendwas, oder? Tom Gerhardt, Tom Gerhardt, ja. Den habe ich im Kino damals gesehen, habe ich durchgelacht als Kind. Ja, noch so ein Film, der nichts außer Nostalgie hat und nicht mal das. Die weiß ich nicht, als Titelgebender fällt mir nichts ein. Liefer ich noch nach. Das ist ja auch nicht deine Aufgabe, sondern die des Casting-Agenten. Genau. Aber ich könnte auch sehr gerne Casting-Agenter sein. Der erste Tote ist Mario Barth. So, weiter geht's. ein Film, den ich gerne als Remake sehen würde, ich weiß nicht genau warum, irgendwie hat das, glaube ich, was mit, also es könnte mit der aktuellen Thematik sehr lustig werden, beziehungsweise sehr, sehr schlimm. Und zwar Einer Flug übers Kuckucksnest als Remake. Mit der selben Story, mit neuen Schauspielern, man müsste halt jemanden finden, der Jack Nicholson ebenwürdig ist und da fällt mir in aktueller Zeit nur Leonardo DiCaprio ein. Ja, also heutige Psychiatrie oder heutige psychische Störung als Thema nehmen. Wäre, glaube ich, ganz interessant. Dann habe ich ein Remake bitte von den 3 Musketieren. Und zwar von der 70er-Jahre-Version, weil das die beste ist, die 2 Filme. Grund dafür ist, dass das letzte Die 3 Musketiere-Remake scheiße war. Unter anderem mit Orlando Bloom und Christoph Waltz. Das war Mist und deswegen will ich ein neues, weil ich liebe die Geschichte der 3 Musketiere oder 4 Musketiere. Und das hätte ich gern nochmal ein richtig geil. Und auf Platz 2 habe ich Phantasia von Disney, was ja schon mal geremaked wurde oder nochmal verfremdet wurde. Und ja, von diesem Musikfilm hätte ich gerne in heutiger Technik und zwar von Pixar. Das ist ja jetzt aber genau das, was wir vorhin kritisiert hatten, oder? Den alten Zeichentrick-Klassiker
nochmal in 3D-Animation neu aufzulegen? Ja, allerdings, also natürlich mit anderen Stücken und anderen Geschichten, aber da könnte Pixar sozusagen die Kreativität ihrer Kurzfilme nehmen und sie in einen Langfilm verwandeln. Dann hätten wir sowas wie Love, Death and Robots, bloß mit mehr Musik. Und in familienfreundlich mit klassischer Musik und weniger Penissen. Ja. Okay, schöne Auswahl. Dann mache ich mal weiter. Auf meinem Platz 5 ist ein Film von Catherine Bigelow aus dem Jahr 95, nämlich Strange Days, der, glaube ich, gar nicht so bekannt ist. Oder sagt der euch was? Der ist mit Bradley Cooper, ne? Bradley Cooper? Oh, ah, nee, Ralph Fiennes. Ralph Fiennes, genau. Also dystopische Zukunft und es geht um ein Entertainment-Produkt, so ein halb illegales, dass quasi menschliche Erfahrungen auf Chips abgespeichert werden und dass diese dann über ein Gerät selbst wahrgenommen werden können. Und ich kann mir das sehr schön vorstellen mit den heutigen Erkenntnissen, die man durch so Virtual Reality Technologie erlangt hat, dass man daraus nochmal ein zeitgemäßes Remake macht, weil das heißt man ja bei Science-Fiction-Filmen sehr oft, dass die dann irgendwann den Stand ihrer Technik quasi oder vom Stand der Technik überholt werden. Und könnte man vielleicht sogar drüber nachdenken, den Film komplett irgendwie nur als VR-Film herauszubringen. Auf Platz 4 habe ich, oh Gott, jetzt begehe ich in Sakrileg, einen Film von Stanley Kubrick. Dr. Seltsam oder Wie ich lernte, die Bombe zu lieben. Es ist mein persönlicher Lieblings-Kubrick-Film. Und ja, ist so eine kalter Kriegssatire und ich glaube, angesichts der neuesten Entwicklungen lässt sich da was ganz Ähnliches und trotzdem Zeitgemäßes produzieren. Das würde ich auf jeden Fall gerne sehen in einem ähnlichen Ton. Da vielleicht könnte halt nur was sehr Flaches dabei rauskommen, indem man halt Trump hat und Trump-Verarschung. Ich habe keine bis jetzt gesehen, die mir gefallen hat, weil die alle viel zu, also die Realität ist teilweise viel lustiger oder viel schlimmer als das, als die Satire. Vielleicht muss man dann den kompletten Humor rausnehmen. Vielleicht ist das der Kniff. Gut, das ist jedenfalls mein Platz 4. Platz 3 ist nur 10 Jahre jünger und es ist ein deutscher Film. Angst essen Seele auf von Rainer Werner Fassbinder. Eine ältere deutsche Dame verliebt sich in einen, oh Gott, lass es mich, irgendwo aus dem afrikanischen Raum, einen Gastarbeiter. Und wenn man sich diesen Film heute mal anguckt, dann merkt man, die rassistischen Parolen, die da teilweise geschwungen werden, die hörst du heute 1:1 irgendwo in sozialen Netzwerken oder bei Pegida-Demonstrationen auf der Straße. Also der Film ist, ich weiß nicht, ob er seiner Zeit voraus war oder ob sich der Rassismus seitdem einfach nicht geändert hat. Wahrscheinlich ist beides irgendwie wahr, aber dann könnte man angesichts der neuesten Entwicklungen nochmal, glaube ich, auch neu aufnehmen. Und was ganz Ähnliches lässt sich auch über meinen Platz 2 sagen, von dem es schon ein Remake gibt aus den 90ern, die 12 Geschworenen. Weil es gerade jetzt in Zeiten, ne, im Internet, wo ganz schnell vorverurteilt werden kann und jeder hat sich schnell seine Meinung gebildet, ist es, glaube ich, wichtig, immer mal wieder zu zeigen, dass das mit der Wahrheitsfindung und vorschnellen Urteilen gar nicht so eine gute Idee ist und dass man sich doch lieber mal zusammensetzen sollte und ordentlich Gedanken machen müsste. Und genau deswegen da ein schönes Remake mit 12 aktuellen Mega-Hollywood-Stars, die sich einfach 1,5 Stunden, 2 Stunden in einem einzigen Raum die Argumente um die Ohren pfeffern, das würde ich sehr gerne sehen. Am besten inszeniert von Tarantino, keine Ahnung, von irgendeinem Regisseur, der sehr gut mit Dialogen umgehen kann, abseits von Tarantino, weil den haben wir heute schon ein bisschen oft gehört. Ich habe die 12 Geschworenen letzte Woche meiner Mitwohnerin und einem anderen Freund gezeigt. Und die beide davor so, oh, schwarz-weiß, für was kommt denn jetzt schon wieder? Und die mögen selten Filme, die ich denen zeige. Aber die haben beide danach gesagt, was für ein grandioser Film. Und man hat nach 2 Minuten vergessen, dass es im ganzen Film keine Filmmusik vorkommt. War ein O-Ton und der andere hat schon gefragt, ob er die DVD ausleihen darf, weil er das unbedingt weiter zeigen möchte. Also ich finde, gerade bei dem Film braucht man kein Remake, weil der funktioniert heute genauso gut wie vor, wann ist er, 70 Jahren, 60 Jahren.
obwohl er schwarz-weiß ist, obwohl er damals gedreht wurde, einfach den damaligen Film angucken, der auch bei deinem Platz 3, muss ich sagen, warum dann ein Remake machen, wenn der funktioniert ja auch heute noch. Ja, aber du hast es ja selber erwähnt, deine Mitbewohner, deine Freunde hatten gesagt, no, alt und schwarz-weiß, und das wäre dann eine entsprechende Neuauflage könnte dann vielleicht quasi den Durchbruch schaffen, um einerseits für den zeitgenössischen Stoff zu interessieren, andererseits für das Original. Ja, da hast du den Punkt. Also, ich habe auch daran überlegt, irgendwelche großen Klassiker zu nehmen, wie zum Beispiel die Botschaft von Citizen Kane ist ja auch noch heute nach wie vor in Sachen von Fake News und alles, ist es ja noch viel, viel wichtiger als damals vielleicht. Oder genauso wichtig. Hab auch an solche Filme gedacht oder an Fritz Lang Filme wie M, den könnte man sehr schön im Wien melken, aber... Nicht von RTL? Da waren sie ja gerade. Nicht von RTL, sondern vielleicht von welchen, die Ahnung von... Also die das Original vielleicht mal angesehen haben, das wäre ganz nett gewesen. Oder Metropolis oder sonst was. Oder halt meine Lieblingsfilme, an die habe ich auch gedacht. Wie Sachen von Kubrick. Aber da hätte ich einfach viel zu viel Angst, dass es in die Hose geht. Also natürlich gehen wir jetzt bei unseren Wunschprojekten davon aus, dass sie gut werden. Aber ich kann mir einfach bei meinen Lieblingsfilmen oder bei den Filmen, die ich so gut finde, nicht vorstellen, wie sie besser werden könnten. Oder wie sie genauso gut werden könnten. Ja, wie gesagt, die Frage ist gar nicht unbedingt, ob sie besser als das Original sein müssen, sondern ob sie einfach quasi den Zeitgeist neu aufgreifen und vielleicht in diese vielleicht zeitlose Geschichte oder das zeitlose Werk vielleicht neu aufleben lassen. Ja, ist schon klar. Und auch an neuen Generationen das alles zu vermitteln. Allerdings hätte ich halt als Filmfan und als Fan der Vorlage, weil ich bin halt jemand, der dann auch sehr, sehr eingeschnappt werden könnte. Zum Beispiel, wenn eine geliebte Filmreihe durch einen Teil oder mehrere Teile den Bach runtergeht oder das tut mir schon weh im Filmherzen. Und daher kann ich solche Filme nicht unterstützen. Zum Glück gibt's so sowas nicht. Ja, es könnte mich, also wird jetzt irgendjemand sagen, er wird die 12 Geschworenen nochmal neu verfilmen, das würde mich jetzt nicht wundern. Ja gut, wann ist das letzte Remake entstanden? 80er? 97, glaube ich. Oh, 97 sogar? Okay. 97 oder 96 war. Das ist 20 Jahre her. Habe ich aber nie gesehen, muss ich gestehen. Aber vom Regisseur von Der Exorzist. Ja, hast du das gesehen? Nee, leider nicht. Ich hab's auch erst in meiner Recherche festgestellt, dass es da dieses Remake gab. Ja, wäre natürlich interessant, ob das wirklich 1:1 dann wieder umgesetzt ist, von den Dialogen auch. Weil eigentlich bräuchte es ja wirklich nichts großartig ändern. Gut, Benny, wenn du schon mal dran bei bist, dann stell uns doch mal Platz 1 vor. Dann mache ich das doch gerne. Und das ist jetzt ein Pitch. Mich würde nicht wundern, wenn er tatsächlich irgendwann umgesetzt wird. Und zwar ist es jetzt ein Grund, den Marius vorher mal genannt hat. Auch, ich glaube, Beispiele haben jetzt noch nicht so viele gehört. Ein guter Film, der auf einer guten Idee basiert, aber die man in einem anderen Genre umsetzen könnte. Und zwar habe ich da Alle steht Kopf von Pixar oder Inside Out im Original als FSK 18 Cross-Out-Komödie oder als Thriller. Da bin ich mir noch nicht so sicher. Ich glaube, es würde beides funktionieren. Depressionen und alles drum und dran, ne? Erstens das, also Depressionen könnte man sehr gut machen oder Alzheimer, ein junges Mädchen, das sein erstes Mal erlebt oder sowas. Das hat mir alles so ein bisschen gefehlt. Also. Aber Depression und Alzheimer kommt im Film schon drin vor, das weißt du. Also zumindest Vergesslichkeit und. Das kommt sowas natürlich vor. Allerdings ist es halt keine FSK 18 Version. Und ich finde, dieses Konzept mit diesen fünf Figuren, sind es fünf oder sechs? Ich weiß schon gar nicht mehr. Fünf Figuren sind es, glaube ich, im Kopf. Fünf Emotionen. Da kann man noch so viel draus machen. Also vor allen Dingen als FSK 18 Komödie könnte ich mir da was sehr, sehr Lustiges vorstellen. Gerne von den Farrelly-Brüdern aus ihren guten Zeiten. Wobei der eine jetzt ja mit Green Book bewiesen hat, dass er auch richtige Filme machen kann und nicht nur so Blödelkomödien. Aber genau da hätte ich gerne so eine Blödelkomödie. Also ich bin entschieden dagegen, weil ich Inside Out liebe und gut, als Thriller oder sowas, also ich habe beim Original schon geweint. Deswegen halte ich das nicht aus, tut mir leid. Aber ich finde die Idee wirklich reizvoll, diesen dann doch sehr optimistischen, gute Laune-Film mal so wirklich umzudrehen und in die Abgründe der menschlichen Seele hineinzublicken mit all ihren Tiefen, die sie hat. Also das klingt sehr spannend. Ja, stell dir Maniac oder sowas vor.
oder The House, The Check-Bild, der jetzt letztens rauskam, eben mit diesen fünf Figuren im Kopf. Also so ein richtiger Serienmörder, kranker Scheißdreck. Ich hätte nichts gegen eine Fortsetzung, als wenn Riley erwachsen wäre oder als Teenager Riley. Aber dann bitte wieder von Pixar. Die schaffen es auch so, mich zum Heulen zu bringen oder Emotionen zu erwecken. Da brauche ich keine blöde Komödie. Aber du würdest den schon als Animationsfilm machen? Oder als Realfilm? Ich würde es tatsächlich als... Eigentlich gute Frage, habe ich mir jetzt noch gar nicht überlegt. Könnte so Realfilm, aber die Szenen im Kopf könnten dann animiert sein. Könnte ich mir vorstellen. Damit es nicht zu lächerlich wirkt. Weil ich glaube, wenn dann... Wer spielt denn die Depression? Ja, also wie gesagt, Depression muss nicht Depression sein. Es muss einfach nur ein krankes Hirn sein. Oder ein ganz normales Hirn. Ich glaube, die sind schon krank genug, wie man teilweise auch hier im Podcast häufiger mal sieht. Also ich bin der Meinung, dass dieses Konzept auf jeden Fall in den nächsten 10 Jahren irgendwann mal umgesetzt wird. Auf die eine oder andere Weise. Dann kannst du ja ein Tatjem fordern. Wir haben es auf Band. Marius, dein Platz 1? Ja, mein Platz 1, ich mach's kurz und schmerzlos, ist ein Film, der so ziemlich alles über den Haufen wirft, was wir gerade gesagt haben, ist schlecht bei Remakes. Ich hätte es trotzdem gerne, denn ich will einen Film, der auf einer Buchreihe basiert und ich will, dass es ein Franchise wird, das erfolgreichste Franchise aller Zeiten. Ich will, dass davon 5 Teile rauskommen, zu jedem Buch 1, mit richtig geilen Darstellern, gern auch die vom Original teilweise übernehmen, den Humor von den Büchern übernehmen, mit richtig viel Budget, kreativen Köpfen dahinten. Ich könnte mir da die Coen-Brüder zum Beispiel ganz gut vorstellen. Oder, besser Briten, die Monty Python, der letzte Film von den Python wird Per Anhalter durch die Galaxis. Punkt. Okay, das ist nerdig. Besonders oder? Den zweiten Teil möchte ich einmal auf der großen Leinwand sehen. Das ist sehr nerdig, glaube ich, dieses Thema. Also ich habe so das Gefühl, wer diese Reihe liebt, diese Buchreihe, der hasst den Film über alles. Und wir deswegen irgendwie eine vernünftige Verfilmung haben. Ich liebe diese Buchreihe über alles und ich mag den Film an sich auch ganz gerne. Allerdings tut er von dem Potenzial, was die Bücher haben, ungefähr 1% ausschöpfen, weil die Bücher halt so voller, also du schlägst eine Seite um und die Kreativität sprudelt aus diesem Buch heraus. Und gerade beim zweiten Teil. Und das kriegst du beim Film fast nicht hin. Da müsste man schon fast eher eine Serie machen oder halt ein Franchise. Und du brauchst halt auch Budget, weil alles im Weltraum spielt und so. Und du brauchst halt richtig gute Darsteller, die gut Leute verkörpern können, die Knacks in den Gehirn haben. Du brauchst gute Comedy-Autoren, die nicht nur platte Gags schreiben, was beim Originalfilm leider so ist teilweise. Und vor allen Dingen Kreativität. Du brauchst Leute, die Douglas Adams in Kreativität was entgegensetzen können. Und das sind sehr, sehr wenige. Kann man machen, bestimmt. Habt ihr die Bücher gelesen? Bitte? Also habt ihr die Bücher gelesen? Nein, nee. Oder? Okay, gut. Ich auch nicht wirklich. Dann würde ich jetzt mal zu meinem Platz 1 kommen. Und der ist ganz anders als die anderen Filme, die ich genannt habe. Es begab sich nämlich vor ungefähr 5 Jahren, dass ein sehr skurriler japanischer Film erschienen ist. Der nennt sich Tokyo Tribe. Sagt ihr euch was? Nein. Das ist ein japanisches Hip-Hop-Musical über Gangs in einem futuristischen Tokio. Und jetzt machen wir das Ganze einfach, wir bringen es wieder sozusagen zurück in die Stadt, in der Rap und Hip-Hop geboren worden sind. Wir nennen es New York Tribe und wir produzieren ein Remake, was quasi die Struktur so beibehält. Ein Hip-Hop-Musical mit Gangs, die sich bekämpfen und die sich so ein bisschen battlen, sowohl physisch als auch nur mit ihren Raps. Und machen daraus einfach einen Film, der so krass einschlägt, sowohl unter Hip-Hop-Fans als auch unter Nicht-Fans, dass das einfach ein perfekter Kassenschlager wird. Das ist mein Platz 1 und Mic Drop fertig. Also als ernster Film oder mehr so West Side Story? Du meinst jetzt die Vorlage oder mein Remake? Dein Remake, als ernsthafter Film. Also es hat diese typische japanische Abgefahrenheit, die auch so Takashi Miike hat, was wir ja letzte Folge angesprochen haben. Ich glaube, da werden dann irgendwie Leute in Ventilator gesaugt und zerhackstückelt im Original. Aber er nimmt sich erschreckt ernst und diese Ernsthaftigkeit würde ich gerne beibehalten. Und da ich sowieso so ein Guilty Pleasure für Musicals hege, ist das einfach, also das,
das ist für mich die, das wäre die, das, der perfekte, das perfekte Remake. Ich habe mir gerade den Trailer angeguckt. Ich muss diesen Film sehen, das ist ja mal richtig grandios. Ja. Ich hatte vor allem am Anfang, als er angefangen hat, wirklich Probleme mit der japanischen Sprache, da die in diese Rap-Form, in Rap-Form zu hören. Aber irgendwann hat sich das darauf dann doch irgendwie dazu gepasst. So rein phonetisch, wenn das der richtige Begriff ist. Das hat am Anfang sehr seltsam gewirkt, aber es passt dann tatsächlich. Und auch das Gesamtkunstwerk ist sehr skurril, aber in sich schlüssig und sehr ernst zu nehmen. Danke für den Tipp. Da brauche ich kein Remake. Ich werde mir das Original auf jeden Fall angucken, wenn ich es irgendwo herbekomme. Haben wir natürlich gar nicht über Anime-Remakes und sowas geredet, von Zeichentrick auf real. Weil, jetzt wo du es gesagt hast, japanische Filme, die einen an der Waffel haben, habe ich gerade an Summer Wars gedacht, ob man den vielleicht amerikanisch remaken kann. Kennt ihr Summer Wars? Der Titel sagt mir irgendwas. Aber ich glaube nicht, dass der als Realfilm, ich kann es mir nicht vorstellen, wie der als Realfilm funktionieren soll. Ja, oder halt nicht als Realfilm. Obwohl doch, mit der heutigen Technik als Realfilm geht das auch. Mit Transformer-ähnlichen Sachen, so wie Ready Player One oder sowas. Ja, ich glaube, du kommst da nicht. Ja, du kannst natürlich umsetzen, aber da stelle ich mir auch die Frage, ja, was hast du dann für einen Mehrwert, wenn du das Ganze nochmal umsetzt, nur mit CGI statt, ist der gezeichnet? Ich weiß es gar nicht. Wahrscheinlich wurde er digital. Ja, die Szenen in diesem Internet sind digital und alles andere ist gezeichnet. Okay. Wusstet ihr, dass J.J. Abrams an einem Remake von Your Name interessiert ist? Ich wusste, dass da eins kommen soll, aber nicht, dass J.J. Abrams Das war so der letzte Stand, den ich gehört habe. Ich glaube, seine Produktionsfirma nur. Ja, na, er steht ja dahinter, also er hat es ja wahrscheinlich als Produzent zu verantworten. Hm, das könnte man auch ziemlich in den Sand setzen. Weil, wenn dann sowas rauskommt wie Freaky Friday oder sowas, der lebt halt schon davon, einerseits von seinen überraschenden Wendungen, um es mal so zu sagen, und andererseits, wenn er mit den Figuren halt so persönlich und nahbar umgeht, ohne das Ganze ins Lächerliche zu ziehen. Und das traue ich den Amis nicht so ganz zu. Your Name funktioniert für mich vor allen Dingen dadurch, umso weniger du weißt darüber, umso besser wirkt er. Und mittlerweile, glaube ich, weiß jeder den Kniff, oder viele zumindest. Also ich glaube nicht, dass ein Remake funktionieren könnte. Ich habe den jetzt, habt ihr Your Name noch ein zweites Mal gesehen, ob der genauso gut gewirkt hat? Ich habe nur einmal gesehen. Ich habe ihn schon ein zweites Mal gesehen und ja, es ist wie immer bei diesen Twist-Filmen, ne? Dann fettert irgendwann der Twist weg, aber andererseits, wenn du schon vorab weißt, was passiert, dann hat das nochmal eine ganz andere Seherfahrung zur Folge. Also ich war wirklich, wirklich, meine erste Seherfahrung, ich fand ihn jetzt nicht so wahnsinnig gut wie alle anderen, alle sympathisch, aber dann beim Kniff wirklich fielen mir die Augen aus. Nicht nur vor Tränen. Okay, na, warten wir mal ab, wie das Akira-Remake wird. Das ist dann, glaube ich, die... Und One Piece als Serie bei Netflix. Gibt's jetzt? Oder? Ist gelistet. Also, willkommen. Als Neuverfilmung oder die Originalserie? Als Serie. Als Serie in real. Ach, okay. Gut. Darüber hatten wir letztes Mal schon, glaube ich, gesprochen. Ich lese gerade, dass Mark Webb, also der Spider-Man-Regisseur, Your Name verfilmen soll, nach jetzigem Stand. Welcher Spider-Man? Welchen Spider-Man hat er gemacht? Mark Webb hat den mit Garfield gemacht. Andrew Garfield. Keine also gesehen. Die letzten. Ach so. Der hat auch 500 Days of Summer zum Beispiel gemacht. Der war nicht schlecht. Der passt ja sogar so ein bisschen atmosphärisch. Zumindest entfernt. Ja, so ein bisschen. So, wie kommen wir jetzt von 500 Days of Summer zu Scarface? Genau so. Indem Marius einfach eine deplatzierte Frage stellt, aber das ist perfekt die Überleitung. Genau. Scarface von 1983 von Brian De Palma. Ich nehme mal an, ich soll wieder den Job übernehmen, mal kurz zusammenzufassen, worum es in dem Film geht. Ich glaube aber, dass jeder über 15 weiß, wie dieser Film ist, also worum es darin geht und wie die Story ist, weil ich glaube, jeder Jugendliche den irgendwann mal gesehen hat. Scarface handelt von Tony Montana, der in den 80ern aus Kuba kommt. Er wird dort mit einer großen Menge an anderen Flüchtlingen und Kriminellen abgeschoben nach Florida, harrt dort eine Weile in so einem Aufnahmelager aus und als er rauskommt,
fängt er erst einem kleinen Job an und wird dann aber allmählich vom sprichwörtlichen Tellerwäscher zum Millionär, arbeitet sich im Kokaingeschäft hoch, baut Connections nach Südamerika auf, wird Millionär auf jeden Fall und muss dann natürlich den unvermeidlichen Fall erleben, den so eine Karriere zur Folge hat. Und das Ganze ist ein Remake von einem Film von Howard Hawks aus den 30ern, Benny? 32, ja. Genau. Der noch so ein bisschen die ganze Geschichte der Prohibition und Al Capone, wenn ich mich recht erinnere, erzählt hat und verlagert das jetzt eben in die 80er Jahre hinein. Und die erste Frage geht an Benny. Du hast in der letzten Folge erzählt, du bist kein Fan von Gangsterfilmen. Jetzt musstest du dir Scarface nochmal anschauen und du hast dir die volle Packung gegeben. Du hast dir auch das Original angeguckt. Wie fandest du jetzt einerseits das Remake, andererseits welche großen Unterschiede konntest du zum Original feststellen? Kurz muss ich noch dazu sagen, dass mein Lieblingsfilm ein Gangsterfilm ist, wie mir noch aufgefallen ist, nämlich Reservoir Dogs. Aber davon mal abgesehen, habe ich mir tatsächlich das Original und das Remake angeschaut. Das Remake kannte ich schon und wie du schon sagst, das Original spielt zu einer anderen Zeit, Prohibitionszeit. Und das Remake macht sehr, sehr viel anders. Eigentlich ist mir erst oder wäre mir erst ungefähr nach einer Stunde oder dreiviertel Stunde aufgefallen, dass es überhaupt ein Remake ist. Weil da kommt die Szene mit Tonys Mutter und seiner Schwester vor, die so fast 1:1 im Original vorkommt. Das Ende hat noch ein bisschen Ähnlichkeiten und die Grundstory an sich, aber ansonsten macht das Remake sehr viel anders, geht auch noch mal 1,5 Stunden oder sowas länger. Auch die ganze Vorgeschichte gibt es nicht. Das Original steigt direkt ein oder fast direkt ein mit dem ersten Mord des Hauptdarstellers, also der Hauptfigur, der nicht Tony Montana heißt, aber mir fällt gerade der Name leider nicht mehr ein, wie er da hieß. Aber eben auch das Narbengesicht, wenn er eine Narbe hat. Mir haben beide Filme, ob es daran liegt, dass es Gangsterfilme sind, wahrscheinlich ja auch, nicht so toll gefallen. Auch Scarface, das Remake, nicht unbedingt. Er hat einen verdammt guten Soundtrack, also das Remake jetzt, war auch der Kanal, den ich bei GTA Vice City immer gehört habe, Flashback FM. Da läuft nämlich der Scarface-Soundtrack hoch und runter. Die ist ja auch nochmal ein Remake von von Scarface oder vom ganzen Vibe. Was meinst du jetzt? Achso, dass also, Scarface verarbeitet das wurde. Der GTA-Teil ist ja wirklich so 90% auf das Feeling von Scarface aufgebaut. Genau, weil Scarface, man sagt ja auch, das Remake war so der erste Gangsterfilm, der nicht nur das bierernste Film Noir umgesetzt hat, sondern das Ganze mit in Miami mit diesen schrillen Farben, ganz anderem Soundtrack. Das wiederum fand ich zwar ganz gut, aber irgendwie, ich mag an diesen Filmen nicht, dass sie eben so bierernst sind und die Hauptfiguren eben auch wie soll ich sagen? Also im Vergleich zu Reservoir Dogs, wo sie über alltägliche Sachen reden, sind sie halt wirklich immer ernst und kommunizieren das eben auch die ganze Zeit, dass sie eben Gangster sind. Und das mag ich irgendwie nicht so, um das jetzt mal im Vergleich zu sagen. Und ich finde auch, das Remake geht mir persönlich zu lang. Also er erzählt halt vieles zweimal, also er kommt dann zu dem und dem, bringt den und dem auf ähnliche Weise nochmal um, hat auch ein paar Figuren, die es nicht unbedingt gebraucht hätte, wie sein Kompagnon und wie der Frauen anmacht. Es zieht halt alles so ein bisschen die... Ja, der ist aber später sehr wichtig. Mag man sagen, aber fand ich jetzt für mich nicht unbedingt. Genau, aber sagt ihr doch mal was von der Gegenseite her. Weil euch hat der beiden ja sehr gut gefallen. Bin doch noch geil. Bitte? Weißt du noch gar nicht. Vielleicht finde ich ja Scarface. Ich habe doch gesehen, was du mir auf Letterboxd gegeben hast. Ja, ist ja gut. Ja, nur ein bisschen künstliche Spannung erzeugen. Ja, was soll ich großartig sagen? Der Film ist ikonisch. Es ist wirklich das, was man denkt, ist Scarface. Ist es dann auch über 3 Stunden hinweg. Wenn man Vice City gespielt hat, dann kennt man so viele Anspielungen auf einmal, versteht man sie. Ich habe Scarface jetzt wirklich seit meinen Jugendzeiten nicht mehr gesehen, also seit 6, 7, 8 Jahren circa. Und der Film macht immer noch super viel Spaß. Er hat ein super Pacing, finde ich. Also der geht meiner Meinung nach nicht so lang.
Die ersten eineinhalb Stunden gehen weg wie nichts und das Finale auch. Zwischendrin kann man mal sagen, dass ein bisschen Leerlauf ist, aber auch da überbrückt dann die Musik und die tollen Bilder. Der Hauptdarsteller ist fantastisch, wenn auch die Figur des Tony Montanas jetzt nicht mein Favorit in dem ganzen Film war. Also die ist schon ziemlich eindimensional. Also da ist nicht sehr viel Tiefe drin, da gefällt mir Michael Corleone deutlich besser. Aber Al Pacino spielt den halt großartig. Da war so zum Beispiel sein Kumpel, finde ich, die interessantere Figur. Oder seine Freundin, gespielt von, wer war es, Michelle Pfeiffer. Genau, finde ich da deutlich interessanter. Aber naja, es geht halt um Tony Montana und der ist ein Idiot und steigt auf und verreckt am Ende wieder. Ja, wie du schon sagst, es gibt halt so keine zweite Komponente. Der ist halt einfach dieser Gangster-Typ, aber es fehlt so, also mir hat es zumindest so irgendwie so eine andere Seite noch. Es gibt halt so ein paar Anschwingungen, dass ihm seine Familie wichtig ist und dass er irgendwie auch viel für seine Freunde tut und das dann immer weiter verschwimmt durch umso mehr Drogen er nimmt, aber dann doch relativ eindimensional. Also da ist jetzt nicht viel, er will halt berühmt und reich, oder nicht berühmt, aber er will reich werden, er will Erfolg haben und dafür macht er alles. Er hat nie moralische Belange, außer jetzt, wenn es um Kinder oder Frauen geht. Ja, also die Figur ist halt ikonisch, allerdings steckt da relativ wenig dahinter. Erstmal zum Pacing, wie du es genannt hast, also zum Filmtempo. Ich hatte auch Befürchtungen, dass er mir jetzt nach den paar Jahren irgendwie zu lange dauert. Für mich braucht ja ein Film immer einen sehr guten Grund, wenn er länger gehen will als 2 Stunden. Ich habe aber festgestellt, dass, wie du sagst, der Film hat ein erstaunlich hohes Tempo. Innerhalb der Szenen nicht. Die Kameraschwenks sind relativ langsam, die Dialoge sind relativ ausufernd oder ein bisschen länger, als man es sonst gewohnt ist. Aber die Frequenz, in der zur nächsten Szene schneidet, die finde ich so extrem hoch. Man hat alle 5 Minuten hat man irgendwie einen Szenenwechsel und ich glaube, das trägt sehr stark zur Wahrnehmung bei. Ja, wie du schon sagst, also ich stimme dir vollkommen zu, der Film ist absolut ikonisch. Ich weiß nicht, ob du auch wie ich so ein Poster damals in deinem Jugendzimmer hängen hattest. Ich hatte das hängen, wo Tony Montana in der Mitte von so einer Donnernote zu sehen sei, aber war. Das geht wahrscheinlich sehr vielen Jugendlichen so, oder zumindest aus meiner Generation, die wahrscheinlich auch über Rap-Musik zu dem Film gekommen sind, weil er ja sehr viel Niederschlag dort gefunden hat. Also es gibt ja sogar einen Rapper, der sich so genannt hat, Scarface. Es gibt diverse verbale und wahrscheinlich auch in Musikvideos irgendwelche Anspielungen oder Verweise auf diesen Film. Darüber hat er seine Popularität, glaube ich, nochmal extrem gesteigert. Ursprünglich kam es wohl wirklich daher, dass er halt dieses 80er-Jahre-Feeling so absolut kondensiert hat mit den Neonfarben, mit der Musik, mit den Tanzszenen, mit den Autos, mit dem Kokain. Aber trotzdem stellt sich für mich die Frage, warum der Film so krass ikonisch ist im Gegensatz zu halt einem Pate. Also der Pate ist ein Klassiker, aber er ist nicht ansatzweise so ikonisch wie Scarface. Also, natürlich. Ja, also da muss ich direkt mal eingrätschen. Ikonisch ist er. Ich weiß nicht, wie es für dich ist, aber für mich ist, dass Leute, die auch diesen Film nicht gesehen haben oder mit dem Genre nichts zu tun haben, Szenen daraus kennen, Sprüche daraus kennen, die Figuren kennen. Oder? Ja, eher dieses Letztere, was so in die Popkultur eingeflossen ist. Und ich mache dir ein Angebot, das du nicht ablehnen kannst. Der Pferdekopf und sonst was ist auch... Ja, und was... Aber was geht darüber hinaus aus dem Paten? Klar, das Angebot, das man nicht ablesen kann, lernen kann, der Pferdekopf und dann... Dann hört es schon irgendwie auf beim Paten, oder? Naja, dann diese Figuren, also Vito Corleone mit den Orangenscheiben im Mund, die Figur kennt auch jeder. Genauso wie die Tony Montana halt, dann wie gesagt 1-2 Sprüche, wie bei Tony Montana. Aber was irgendwo in der Mitte des Films passiert, weiß auch keiner, der Scarface nicht gesehen hat. Um da auch nochmal rein zu krätschen. Aber beide sind ikonisch, meine Meinung. Ein Grund dafür, also ich würde auch sagen, dass Scarface irgendwie mehr in der Popkultur verankert ist, von der Coolness her auf jeden Fall. Was aber, finde ich, auch daran liegt, weil den Film kannten irgendwie die Jugendlichen alle, obwohl er bis 2011 auf dem Index stand. Oder wahrscheinlich, weil er bis 2011 auf dem Index stand. Und gerade dieses Verbotene, also zumindest war das bei mir in der Jugend so, wenn ein Film irgendwie verboten war, dann war es eben ein Grund mehr, sich den anzugucken. Und
Das hatte der Part eben nicht. Und bei Scarface, diese Kettensägen-Szene, obwohl sie im Nachhinein gar nicht so brutal ist, oder auch der Schluss. Das sind halt gerade diese ikonischen Szenen, die gerade bei Jugendlichen dann nochmal gut ankommen und die man halt dann weiterhin rumspricht. Oh, da wurde einer zersägt und am Schluss zerschossen und say hello to my little friend und dann schießt er nochmal zurück und sowas. Sowas erzählt man sich dann halt. Ich finde, die Filme lassen sich jetzt, also es sind beides Gangsterfilme, aber außer, dass es eine Geschichte von Aufstieg und Fall ist, jetzt relativ wenig miteinander zu tun. Und dass El Pacino mitspielt, okay. Aber sonst ist die Figur des Tony Montanas und die Beweggründe und wie das alles aufgebaut ist, dann doch schon deutlich anders. Und meiner Meinung nach auch leider ein bisschen schlechter. Also Tony Montana hat mich halt nicht so interessiert. Es ist halt simpler. Es ist simpler. Man könnte jetzt argumentieren, die Figur ist auch simpel, relativ simpel gestrickt. Er hat Schläue auf jeden Fall und ist gerissen. Ist aber jetzt nicht jemand, den man jetzt irgendwie als gebildet achten würde oder irgendwie als schlau, wirklich. Nur in dem, was er tut, ist er halt sehr schlau. Er kommt ja halt aus sehr prekären Verhältnissen, ne? Er kommt aus Kuba, Kommunismus und allen geht schlecht dort, also vor allem ihn, denn wahrscheinlich war er längere Zeit im Knast, Familie hat sich irgendwo in den USA niedergelassen und er kommt halt aus diesem kommunistischen, sozialistischen Land und ins freie Amerika und kriegt dort quasi den Kapitalismus-Overkill, ne? Also da kannst du wirklich, wenn du Leistung bringst, wenn du was machst, wenn du mal ein bisschen was Macht hast oder Geld, dann kannst du daraus noch mehr machen. Und daran wird er, glaube ich, süchtig. Und die einzige moralische Grenze, die es dann ja noch gibt, ist die Familie. Das ist ja das klassische Motiv im Gangsterfilm. Die Familie ist hoch und heilig, wenn man schon niemanden sonst vertrauen kann im Umfeld. Man hat ja nur mit irgendwelchen Halunken und Gaunern zu tun. Dann muss man zumindest der Familie vertrauen. Insofern ist es sehr extrem tragisch, wie ich finde, dass er am Ende daran scheitert, dass er sich eben für die Familie einsetzt. Es ist nicht seine Familie, es ist die Familie eines Mannes, den er eigentlich töten soll. Er weigert sich dann aber eben, weil die Familie eben auch in Gefahr wäre, ihn umzubringen, und vergeigt sich dadurch mit seinem Zulieferer aus den USA und dadurch kommt er am Ende zu Tode. Insofern finde ich, das ist die extrem tragische Komponente an seiner Figur, dass er ausgerechnet da, wo er sich das eine Mal moralisch korrekt verhält, dass da dass ihn genau das zu Fall bringt. Aber das kannst du ja als perfekte Kapitalismuskritik ansehen. Dass du nur weit kommst und wirklich reich wirst und mächtig, wenn du skrupellos bist, und wenn du es einmal nicht bist, kommt der Fall. Wobei das ja auch damit zu tun hat, dass er davor seine eigene Familie umgebracht hat. Aus Versehen, weil er ja nicht wusste, dass seine Schwester seinen Kumpel da geheiratet hat. Ja gut, aber er hat ja nur seinen Kumpel umgebracht. Nachdem er quasi den Auftrag abgebrochen hat. Ah, dann verwechsel ich vielleicht mit dem Original, weil da hat er nämlich auch umgebracht. Dann sagt sie dann auch, wir haben doch gerade geheiratet. Und das war dann quasi war das im Remake nicht auch so? Ja, im Remake. Doch, aber danach. Das sind doch mehr Parallelen. Ja, ich sag ja, am Schluss gab es ein paar Parallelen und eben die Geschichte mit seiner Schwester haben dann schon noch mal einiges zu tun, aber ansonsten macht er dann schon vieles anders durch den Story-Überbau, gerade mit Kuba und was ihr jetzt ansprecht, mit Kapitalismus und Kommunismus im Gegensatz. Was mir noch aufgefallen ist, was mir beim ersten Mal schon überhaupt nicht bewusst war, aber der Film erzeugt fantastisch Spannung. Also gerade in der Szene mit der Kettensäge, da gibt's ja einen Moment, wo die Kamera rausgeht und auf das Auto, wo der Kumpel ist, mit einer Frau flirtet und wieder zurückfährt, und er lässt wirklich einen zittern, was jetzt passiert mit dieser Kettensäge und was jetzt da vorgefallen ist, und lässt sich da wirklich sehr, sehr ruhig Zeit, und das macht er 2-3 Mal, Brian De Palma. Also Spannung kann er schon inszenieren. In einzelnen Momenten. Definitiv. Ja, und ich finde ihn halt unter dem Gesichtspunkt, auch wenn ich jetzt das Original nicht kenne, aber deswegen interessant, weil er eben ein Remake in der Form ist, dass halt eine Geschichte aufgreift und sie eben
im Zeichen der aktuellen Zeit wirklich komplett neu aufschlüsselt, ne? Also anstatt die Prohibition und dieses ganze Chicagoer Gangstertum jetzt einfach nochmal zu inszenieren, verpflanzt es halt in die Kuba-Krise, Kuba-Krise war ein bisschen nett davor, aber 80er Jahre, in diese Kuba-Thematik, Kokain statt Alkohol, und unter dem Gesichtspunkt finde ich halt, ist er ein extrem gelungenes Remake. Ja, auf jeden Fall. Und hat immer noch, also die Aussagekraft besteht bis heute, das heißt, man kann sich den heute auch noch wunderbar anschauen. Ist gut gealtert, meiner Meinung nach, auch wenn, also obwohl gerade ist es heute gut gealtert, weil ja die 80er Jahre sind ja wieder ein Trend. Nostalgie. Man muss noch dazu sagen, da wir eh schon dabei waren, dass es sich auch um eine Literaturverfilmung handelt, also in beiden Fällen. Und nicht nur. Hast du auch noch das Buch gelesen? Das Buch habe ich nicht gelesen, nein. Das jetzt ausnahmsweise mal nicht. Schlecht vorbereitet. Ja, ganz schlecht. Das tut mir auch wirklich leid. Genau, also es ist jetzt nicht nur ein reines Remake, aber von der Remake-Seite her muss ich ihm auch Tribut zollen. Auch wenn ich jetzt nicht so viel mit dem anfangen konnte, bis auf die erste halbe, dreiviertel Stunde, die dann was anderes gemacht hat als Remake. Vor allem die Kettensägen-Szene fand ich dann auch sehr gut und spannend umgesetzt. Aber danach hat er mich dann doch verloren, weil ich die Hauptfigur einfach nicht interessant fand. Und auch ansonsten keine Figur hatte, an der ich mich irgendwie entlanghangeln konnte. Und das fehlt mir dann bei den meisten Gangsterfilmen. Habe ich jetzt zumindest mal für mich als Problem ausgemacht. Ob das dann wirklich so ist, sei mal dahingestellt. Man merke schon, es ist nicht das intellektuelle Futter, das wir letztes Mal als Hausaufgabe hatten. Das Diskussionspotenzial bleibt ein bisschen aus, aber immerhin ein bisschen was zugesagt. Genau, aber wenn ihr jetzt nicht noch was ganz Dringendes loswerden wollt, dann würde ich jetzt hier dicht machen, die Diskussion, und würde nochmal ganz kurz an Marius übergeben, der uns das Thema für die kommende Folge. Darf ich jetzt nicht nochmal was sagen? Du fragst ja, musst du dazwischen grätschen, so ganz professionell, da musst du sagen, doch, so schnipsen und dann irgendwie. Und zwar, ja? Es gab 2013 von meinem Lieblings-Gin-Hersteller, was kommt jetzt, Bombay Sapphire, gab es einen Wettbewerb, wo ein Oscar-prämierter Drehbuchautor ein Drehbuch geschrieben hat, in dem nur Dialoge vorkamen, ohne weitere Erklärungen, wie Bühnenaufbau, Tageszeit oder sonstiges. Jeffrey Fletcher war das, der hat für Precious den Oscar bekommen. Und daraus wurden Kurzfilme gemacht. Und obwohl die alle auf demselben Drehbuch basieren, also ich habe mir die 5 Gewinner-Kurzfilme angeguckt, und vor allem der richtige Gewinner auf Platz 1 ist wahnsinnig gut, der heißt Room 8, kann man sich auf YouTube angucken. Aber wenn man sich diese 5 Filme anguckt, obwohl sie alle auf demselben Drehbuch basieren, sind sie grundverschieden, und man könnte es eigentlich nicht meinen, dass sie mehr oder weniger Remakes sind, weil sie alle auf demselben Drehbuch basieren. Sprich, es ist durchaus möglich, auch wenn man dieselbe Vorlage hat, was komplett anderes umzusetzen. Vielleicht muss man nur genug Gin trinken, damit einem so kreative Sachen einfallen. Das probieren wir bis zur nächsten Folge aus. Und apropos nächste Folge, Marius, was hast du da vor? Ich mach's jetzt ganz kurz. Wir reden über ein Thema, das euch begeistern wird, das euch von den Sitzen heben wird und sagt, boah, darüber meine Folge, da habe ich jetzt schon seit 4 Folgen drauf gewartet. Und zwar geht es um die heiligen Hallen für jeden Filmfan. Es geht um das Kino an sich. Und jetzt könnt ihr euch den Hausaufgabenfilm ausmalen, im wahrsten Sinne des Wortes, denn ich will nur, dass ihr ins Kino geht. Welchen Film ihr guckt, ist mir egal. Ihr könnt auch nicht Sneak gehen, ist mir auch egal. Vielleicht können wir uns nach dem Podcast noch auf einen Film einigen oder auf eine Sneak einigen. Mal gucken. Allerdings, meine Vorgabe, macht euch Gedanken übers Kino und guckt einen Film im Kino, mehr nicht. Und dann unsere Top 5 Kinos dazu, oder gibt's keine Listen? Das überlege ich mir noch, so weit war ich noch nicht. Ich musste 3 Stunden Scarface gucken, da hatte ich keine Zeit mehr noch für darüber nachzudenken. Gut, das war's. Dann geht's ums Kino das nächste Mal. Entschuldigung. Das ist wahrscheinlich über die Erfahrung Film an sich. Ich denke, da haben wir viel beizusteuern. Ich kann auch schon alleine über meine Kinoerfahrung in Wir sehr viel Negatives berichten.
Also ich will lustige, schlimme Kinogeschichten hören. Das kann ich schon mal teasern. Okay, dann muss ich mich bis dahin noch mit jemandem prügeln. Stimmt, ich muss aber aufpassen, wer diesen Podcast hört. Naja, sehen wir dann. Wir möchten uns auf jeden Fall bei euch bedanken fürs Zuhören, fürs weiterhin dranbleiben, fürs Abonnieren, fürs Liken, fürs Kommentieren, was auch immer ihr macht. Wir sind über jede Form von Feedback, sei sie noch so groß oder klein, dankbar. Wer weiß, vielleicht bis zu den nächsten ein, zwei Ausgaben wird sich auch schon etwas auf unserem Verbreitungswege ändern. Ich will jetzt hier noch nichts Konkretes ankündigen, aber zumindest ein bisschen anteasern. Und ja, dann bedanke ich mich zum einen bei Meister Gangster Benny. Fast. Ja, danke auch. Und zum anderen bei unserem Disney-Antagonisten Marius. Immer wieder gerne. Und ich bin noch immer Christian und wir sagen tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. I do wish we could chat longer, but I'm having an old friend for dinner.